Der Gentleman Scientist entführt euch auf eine Reise kreuz und quer durch die Wissenschaft. Zusammen mit den Zuschauern in seinem Twitch-Chat verfolgt er vor allem Biologie, Medizin und Psychologie. Heute erkundet er mit euch Interessantes und Aufregendes aus den aktuellen Wissenschaftsnachrichten. Willkommen bei den Science News. Et voilà. Richie sagt noch, by the way, NRW-Wahlen. Kennt ihr den zentierten Werbespot zur Legalisierung? Brokkoli, oben rechts steht irgendwas mit Bund für Hanf oder so? Okay. Nee, wäre mir jetzt neu. Und Retri hat auch schon gewählt. Sehr gut, sehr gut. So muss das. Was ich nicht glauben konnte, war in Angesicht der Klimakrise diese Schlagzeile. Es gibt offensichtlich noch immer, und davon ziemlich viele, neue Projekte, für die Förderung fossiler Energieträger. Und ich habe jetzt das Klimathema auch so ein bisschen an den Rand geschoben, weil ich immer fand, dazu ist alles gesagt, aber da wollte ich jetzt dann doch nochmal das Augenmerk drauf lenken, weil da ist mir so ein bisschen vielleicht der Kragen geplatzt, könnte sein. Ja. Denn 195 Kohlenstoffbomben bedrohen das Weltklima, schreibt der Spiegel. Und ich stelle gerade fest, ich muss mir mal noch kurz ein Dokument machen, in dem ich meine Links speichern kann. Das war falsch. Wir haben schon wieder Mitte Mai. Ey, der hat gerade erst angefangen. Bevor ich mich versehe, bin ich alt und grau. So. Die derzeit geplante Öl- und Gasförderung für die kommenden Jahre könnte das 1,5-Grad-Ziel kippen. Konzerne wie Gazprom, Saudi Aramco oder BP investieren Milliarden Dollar in die klimaschädlichen Rohstoffe, trotz aller Warnungen. Ja, natürlich trotz der Warnungen. Also das hat die ja noch nie interessiert. Nach 26 UNO-Klimagipfeln und 6 Weltklimaberichten ist den Regierungen weltweit eigentlich klar, was getan werden muss. Eine schnelle Abkehr von fossilen Energien wie Öl, Gas und Kohle. Wird die Verbrennung dieser Rohstoffe nicht gestoppt, könnte die Erderwärmung irreversible Folgen für Menschheit und Ökosysteme haben. Diese Botschaft ist aber anscheinend nicht bei den weltweit führenden Öl- und Gaskonzernen angekommen. Sie planen eine massive Ausweitung ihrer Geschäfte. Allein in den nächsten 7 Jahren sollen Förderprojekte starten, die rund 192 Milliarden Barrel der klimaschädlichen Rohstoffe aus dem Boden holen sollen. Das entspräche umgerechnet rund 97 Milliarden Tonnen CO2-Äquivalent und damit so viel wie China nach heutigem Stand innerhalb eines Jahrzehnts ausstößt, heißt es in einer Recherche des britischen Guardian. Und hallo David, schön, dass du reinschaust. So. Ihr seht, ne? Da fragt man sich so ein bisschen, wie kann das passieren? Längerfristig könnten diese Projekte sogar bis zu 646 Milliarden Tonnen CO2 produzieren. Das ist mehr als noch als das noch verfügbare weltweite CO2-Budget. Gute Güte. Verzeihung. Was noch bleibt, um das 1,5-Grad-Limit einzuhalten? Zum Vergleich, derzeit geben alle Staaten der Welt rund 37 Milliarden CO2 pro Jahr in die Atmosphäre ab. Die Journalisten haben mit Hilfe von Datenbanken, Studien und Geschäftsberichten alle zugänglichen Informationen zu neuen Öl- und Gasprojekten gesammelt. Sie werteten die Vorhaben von 887 Unternehmen aus, demnach planen diese Firmen rund 195 neue Kohlenstoffbomben. So werden Förderprojekte von Öl und Gas genannt, die während ihrer gesamten Lebensdauer mindestens 1 Milliarde Tonnen CO2 verursachen. Rund 60% der Bohrungen haben bereits begonnen, für eine Mehrheit gäbe es auch schon endgültig finanzielle Zusagen.
Laut der Recherchen geben die größten Öl- und Gaskonzerne für die Erschließung der Rohstoffe rund 103 Millionen US-Dollar pro Tag bis 2030 aus. Retri? Und hallo Mantul. Schön, dass ihr alle da seid, freut mich. Ja, Red Bull und Tee in einem Wortwitz zu verbinden, ist wirklich nicht einfach. Da fiele mir jetzt spontan auch nichts ein. Also, ne, ich finde auch, da, also an dem Artikel, ne, gibt es gar nicht so viel rum zu analysieren. Es ist einfach, also ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil das ist so völlig... Warum? Also, mir ist schon klar, ne, es handelt sich um Öl- und Gaskonzerne und die wollen Öl- und Gasdinge tun. Aber irgendwie... Die haben mal irgendwie den Schuss nicht gehört. Und ich weiß, dass die den mit Absicht nicht gehört haben, weil dann ihre Firma pleite geht. Aber kann man da nicht umschulen? Die Autorinnen betonen, dass es dabei nicht nur um Unternehmen aus dem Nahen Osten und Russland geht. Auch Konzerne aus den USA, Kanada und Australien gehören zu den Ländern mit riesigen Expansionsplänen. Auch Konzerne gehören zu den Ländern mit riesigen Expansionsplänen. Das ist auch irgendwie hier nicht richtig formuliert. Egal. Zwei Drittel der kurzfristigen Öl- und Gasprojekte befinden sich laut der Recherche im Nahen Osten, in Russland und Nordamerika. Die Liste der Unternehmen mit den größten Förderplänen führt Qatar Energy an, gefolgt von Gazprom, Saudi Aramco, ExxonMobil und dem brasilianischen Ölgiganten Petrobras. Auf Platz 9 und 10 stehen der niederländische Konzern Shell und die britische BP. Sieben dieser Top 10 Unternehmen nutzten für ihre Förderung zudem umstrittene Technologien wie Fracking, Bohrungen in der Tiefsee und in der Arktis sowie die Ausbeutung von Ölsanden. Ne, also, wenn ihr, so wie ich gedacht habt, schön, endlich haben wir die Kehre geschafft und wir beschäftigen uns wenigstens mit dem Thema und arbeiten aktiv daran. Nur weil das auf staatlicher Ebene passiert, heißt das noch lange nicht, dass die lieben Damen und Herren von der Konzernbranche mitspielen. Hallo Keks, schön, dass du reinschaust. Aktuell lässt sich damit relativ schnell Geld drucken. Umschulung kostet erstmal und dann ist die Frage, wie effektiv die sich an den Märkten halten können, so werden die wahrscheinlich denken. Und damit guten Abend. Ja. Ja, du. Ja, also ich vermute auch, die setzen halt darauf, dass die Drittweltländer ihnen das Öl noch ein Weilchen abkaufen werden, ne? Und dass es Branchen gibt, die nicht so schnell umsteigen können. Verstehe ich schon. Aber in den Größenordnungen, ne? Also. Und ich meine, es wäre ja noch was, wenn man sagt, naja, das stelle ich mir dann hier in so ein Fass und dann für Notfälle, ne? So ein bisschen das, was David schreibt, dass wir für Notfälle eventuell ein paar fossile Alternativen noch bewahren sollten. Würde ich jetzt grundsätzlich auch mal nicht unbedingt dagegen argumentieren. Kann man ja machen. Aber in den Größenordnungen ist es halt völlig wahnsinnig. Ja. Da weiß ich einfach wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Und ja, Keks, auch damit hast du recht. Es gibt immer noch zu viele Länder, die das mit der Klimaneutralität nicht deutlich genug gesagt haben.
Na, wir sehen ja jetzt auch gerade Indien, Russland so ein bisschen schöne Augen machen als möglicher Gasabnehmer. Ich vermute, die sehen da so ein bisschen ihre große Stunde, dann erstmal massiv ausbauen zu können und wirtschaftlich aufzuholen für relativ günstiges Geld. Ich sehe schon die Gründe, aber das macht's ja nicht besser. Also ich meine, hallo? Es ist halt, also... Ich weiß, das ist jetzt wieder ne, der Aufreger des Idealisten. Es ist wieder nur ans Geld gedacht. Ich meine, natürlich denken Ölkonzerne nur ans Geld. Das ist ja technisch gesehen auch deren Job, nur ans Geld zu denken. Aber... Naja, wenn halt keiner mehr vor die Tür gehen kann, fährt halt auch keiner mehr mit dem Auto. So. Die meisten Öl- und Gasunternehmen machen einfach weiter wie bisher, sagte Nils Bartsch von Urgewalt. Der Typ, ist das sein Name? Oder ist Urgewalt... eine Firma. Das würde mich jetzt interessieren, weil wenn der heißt Nils Bartsch von Urgewalt, dann finde ich das ganz schön geil. der die Journalisten bei der Guardian-Recherche unterstützte. Manchen ist es einfach egal. Einige sehen sich nicht in der Verantwortung, weil Regierungen auf der ganzen Welt sie weitermachen lassen. Gleichzeitig sind die Regierungen natürlich oft von der Industrie beeinflusst. Die Macht der Ölkonzerne zeigen sich auch an der Börse. Am Mittwochabend überholte der saudische Konzern Saudi Aramco den Technologiekonzern Apple als das wertvollste Unternehmen der Welt. Die teilstaatliche Saudi-Arabische Gesellschaft, die als größtes ölproduzierendes Unternehmen der Welt gilt, wurde auf der Grundlage des Aktienkurses bei Börsenschluss am Mittwoch mit 2,3 Billionen Euro bewertet. Nils Bartsch Urgewalt.org. Grüße von Google. Ich würde sagen, der hat in der Namenslotterie auf jeden Fall das große Los gezogen. Finde ich super. Ja, ansonsten, ne, ich verstehe schon, ne, dass die gerade die Nahost-Ölkonzerne gerade durch die Decke schießen, weil Russland weg vom Fenster ist und alle einen Ersatz suchen, kurzfristig. Das würde mich jetzt, also das wundert mich noch gar nicht so sehr, dass die jetzt erstmal natürlich massiv an Wert gewinnen. Aber dass halt tatsächlich auch für die Zukunft ne, noch so viele Projekte stattfinden, die müssen ja auch staatlich genehmigt werden. Die dürfen sich ja nicht einfach irgendwo hinstellen und da bohren. Also es geht ja nicht. Irgendeiner muss ja sagen, ja, liebe BP, bitte, da dürft ihr gerne ein Loch buddeln. Also. David ist an das Krankenhaus erinnert, Memorial City Memorial Hospital, ja, irgendwie sowas. Das hieß auch ganz wirr. So, David sagt jetzt, Urgewalt ist eine gemeinnützige Stiftung. Passt mal auf. Und hallo Spaten, Urgewalt e.V. Okay, Nils Bartsch von Urgewalt e.V. Ja, gut, haben wir geklärt. So, Spaten, schön, dass du reinschaust. Ich hoffe, bei dir und deinen Leuten ist alles schick. Genau, also da wollte ich jetzt auch gar nicht groß drauf rumreiten. Hier, ne, uns ist allen klar, warum das Kacke ist. Ich dachte einfach nur, ich verbreite das Wissen in der Welt. So. Stattdessen lesen wir mal lieber einen Bericht zu Scholz und seinem Treffen mit dem Corona-Expertenrat. Und schauen mal, ob das irgendwelche Aufschlüsse darüber gibt, wie es weitergehen soll.
nicht soll, weitergehen soll. Das möchte ich übrigens sagen, ne, ist jetzt auch der Rat, wo der gute Herr Drosten noch mit dabei ist. Ja. Ja, es handelt sich nicht um den anderen Rat, wo er ausgetreten ist, weil er den für handlungsunfähig und wissenschaftlich nicht haltbar hält, sondern das ist hier dieser Expertenrat, ne, der die Regierung aktiv beraten soll. Da sitzt er, so wie ich das verstanden habe, noch mit drin. So. Und die haben sich jetzt wohl zusammen mit, wie gesagt, ne, dem Olaf beraten. Und ich dachte mir, wir gucken mal rein, was da möglicherweise bei rumgekommen sein könnte. Und so. Zum Hauptgang. Corona. Olaf Scholz lud die Corona-Expertin zum Abendessen ins Kanzleramt. Erstmals sahen sich die Gäste nicht nur auf dem Bildschirm und berieten womöglich über die richtigen Maßnahmen für den Herbst. Ich mag dieses womöglich hier drin schon nicht. Ich hoffe doch sehr, dass sie über die richtigen Maßnahmen für den Herbst beraten haben. Weil wenn denn nicht jetzt, so, ich hätte schon gesagt, ist schon wieder allerhöchste Eisenbahn. Das sind Überlegungen, die hätte man im März schon haben können und sollen. Ja genau, Retri. Man kann sich beraten oder halt auch nicht. Vielleicht haben sie auch nur den neuesten Klatsch und Tratsch ausgetauscht. Wir werden es möglicherweise niemals erfahren. Mit dem Thema Corona will gerade eigentlich niemand so richtig etwas zu tun haben. Die Inzidenzen sinken, die Belastung der Intensivstation ist geringer als erwartet und wer eine Maske trägt, wird mancherorts angestarrt, als hätte er die Sache mit der Freiheit nicht verstanden. Doch in diesen Tagen muss sich die Bundesregierung damit befassen, wie sie die Menschen durch den Herbst bringen will. Denn dann könnte die pandemische Lage nicht mehr ganz so rosig sein. Das Problem, wie mächtig Corona dann zurückkommen wird, weiß eigentlich niemand so richtig. Auch Experten wagen kaum noch feste Prognosen. Corona ist doch rum. Wie soll man denn da, was soll man denn da noch drüber reden? Ironie auf. Ja, TV, ich weiß, dass viele so denken. Das ist auch ganz. Es ist auch ganz viel Wunschdenken da draußen, befürchte ich. Ich erwische mich ja zwischendurch auch dabei, das so ein bisschen auf die leichtere Schulter zu nehmen. Ich versuche mir immer die Inzidenzzahlen dann vor Augen zu rufen. Wir waren jetzt, glaube ich, irgendwie gerade bei 400 und ein paar Zerquetschten, was natürlich schon deutlich besser ist als 2000 und ein paar Zerquetschte, aber noch lange nicht 50 und ein paar Zerquetschte, wo ich dann langsam anfange, mich zumindest, bis es wieder hochgeht, zu entspannen. Beste Meldung für mich in dem Artikel, Belastung der Intensivstation ist gesunken. Definitiv, Retri. Ist vor allen Dingen niedriger als erwartet. Ne? Heißt nicht, dass sie weg ist, aber zumindest scheint es gerade nicht zu eskalieren. Scheint jetzt auch gerade der Krankenstand im Krankenhauspersonalbereich nicht super dramatisch zu sein. Aber es ist halt noch nicht durch, ne, das Thema. Trotzdem hat Bundeskanzler Olaf Scholz den Corona-Expertenrat zu einem Abendessen eingeladen. Zum ersten Mal haben sich also die Aerosole der 19 Experten mit denen von Scholz und Lauterbach vermischt. Zu 18 Uhr lud Scholz ins Kanzleramt. Es sollte eine gemütliche Runde werden, ohne Tagesordnung und anschließender Pressekonferenz. Ob neben dem Essen auch über Corona-Maßnahmen gesprochen wurde, war im Vorfeld nicht bekannt. Dem Vernehmen nach sollten die Experten aber keine Stellungnahme vorbereitet haben. Sie wollen sich Zeit lassen mit ihren Vorschlägen für den Herbst. Aber wieso denn bloß? Wieso denn bloß? Ich meine, ich verstehe nur, dass sie nicht wissen, was passiert. Kann ich nachvollziehen. Völlig okay. Aber... sollte man nicht...
vielleicht wenigstens so verschiedene Handlungsszenarien mal vorbereiten, dass man dann nicht wieder steht wie der Ochs vorm Tor, wenn es dann plötzlich passiert und dann erst anfangen muss, sich irgendwie zusammenzurütteln und die ersten wirksamen Maßnahmen kommen dann Anfang Dezember? Nur so eine Idee. Ja, das, was Retri schreibt, ne? Wir beraten uns jetzt. Wir beraten, dass wir uns für den Herbst vornehmen, im Herbst nachzudenken, was man im Herbst machen können. Beziehungsweise, was man hätte bis zum Herbst tun sollen, damit es jetzt besser gewesen wäre. Mal im Ernst, warum ist das so eine große Debatte? Warum eigentlich, wenn sich einfach auf einer Art Stufenplan... Naja, David. Ich wäre sofort dabei. Das Problem ist, es kann sich keiner einigen. Und weil sich keiner einigen kann, zögern sie das Streiten raus, solange wie es geht. In der Hoffnung, sich nicht streiten zu müssen. Ich meine, du hast doch gesehen, was die letzten 2 Jahre das für ein Hickhack war, ne? Und wenn du jetzt den Leuten versuchst zu erklären, im Herbst müssen wir möglicherweise diese und diese und diese Einschränkungen, wenn diese und diese und diese Bedingungen eintreten, das will doch jetzt keiner hören. Das segnet ja jetzt politisch auch keiner ab. Das sollte jetzt politisch jemand absegnen, versteht mich nicht falsch, aber da will sich ja keiner vor seine Wähler stellen und sagen, Leute, ich weiß, ihr denkt, Corona ist vorbei, aber ich beschließe jetzt trotzdem neue Maßnahmen, die treten nur vielleicht in Kraft, aber ich beschließe sie jetzt trotzdem. Das macht halt keiner. Richtig, mein Tool. Im Grunde ist das, ne, Augen zu halten und hoffen, sie werden nicht gefunden. Das ist genau die Technologie. Kopf in den Sand oder an einen anderen Ort, wo die Sonne nicht scheint. Den Teil könnt ihr euch aber denken. Aus ihren vergangenen Stellungnahmen geht allerdings hervor, was Gesprächsstoff gewesen sein könnte. Viele Experten befürchten, dass neue Virusvarianten, so wie sie kürzlich wieder in Südafrika und New York aufgetaucht sind, in Kombination mit nachlassendem Impfschutz im Herbst zu einer neuen Welle führen werden. Möglicherweise könnte nach Durchseuchung mit Omikron auch die gefährliche Delta-Variante zurückkehren oder eine Kombination aus Delta und Omikron entstehen, die hoch ansteckend und zugleich gefährlich ist. Es könnte erneut zu einer erheblichen Anzahl von Infektionen kommen, schrieben die Experten in ihrer 8. Stellungnahme Anfang März. Oh. Würde ich alles so unterschreiben, sind im Grunde auch genau die Szenarien, die ich jetzt so auf dem Schirm hatte. Ne? Ich meine, es gibt auch das Szenario, es passiert nichts. Aber für das müssen wir uns auch nicht vorbereiten. Dementsprechend kann man das hier geflissentlich ignorieren. Dabei ist kaum vorhersagbar, wie virulent eine neue Virusvariante sein wird, ob sie also schwerer oder weniger schwere Krankheitsverläufe verursachen wird als die vorherige. Über die sogenannte Virulenz sagt Christian Drosten, Direktor des Instituts für Virologie an der Berliner Charité, können wenige Mutationen entscheiden, sodass es immer auf und ab gehen kann damit. Eine erneute hohe Belastung des Gesundheitssystems im kommenden Herbst und Winter, so der Expertenkreis, sei jedenfalls nicht auszuschließen. Richtig. Hagen Hakons, einen wunderschönen guten Abend. Schön, dass du reinschaust. Ja, das ist es im Grunde. Ne? Klar, wir wissen es noch nicht fest. Aber ausschließen können wir es auf jeden Fall nicht. Und deswegen bin ich ja der Meinung, lieber einmal zu viel vorbereitet, als einmal zu wenig. Aber das sehen die Herren und Damen in der Politik offensichtlich anders. Habe ja ein bisschen die leise Hoffnung, dass im Laden vom Herrn Lauterbach schon Vorbereitungen laufen, dass sie dann relativ flott, wenn die anderen plötzlich wieder zuhören müssen, dann so Dinge verteilen können und sagen können, ich habe da mal was vorbereitet. Oh. Ich hoffe quasi, dass Lauterbach der Bioleck des Pandemie-Managements ist. Wenn man das so sagen kann.
Entscheidend sei deshalb, im Herbst und Winter, falls nötig, schnell reagieren zu können. Vor diesem Hintergrund sollten für eine erfolgreiche Pandemiekontrolle Notfallstrategien ausgearbeitet und jederzeit implementierbar sein, heißt es in der achten Stellungnahme. This and nothing else. Hoffe doch, dass sie jetzt auch einer ausarbeitet. Elementar, so der Expertenrat, sei die frühzeitige Erfassung von deutlichen Änderungen der Infektionsdynamik, etwa durch die Überwachung von Stichproben, wie dies auch bei Influenza geschieht. Nicht nur die altersabhängige Inzidenz sei zudem wichtig, um eine mögliche Überlastung des Gesundheitssystems frühzeitig zu erkennen. Auch die tagesaktuelle bundesweite Erfassung der altersbezogenen Hospitalisierung und Intensivbettenbelegung einschließlich des Immunitätsstatus der Patienten sollte, um die Lage im Herbst und Winter präzise einschätzen zu können, nicht nur für Covid-19, sondern auch für Influenza und andere schwere Atemwegserkrankungen bereits jetzt vorbereitet werden. Hier haben wir die drei großen Schlüsselwörter. Bereits jetzt vorbereiten. Do it. Das ist genau das, was wir brauchen. Und ich hoffe wirklich, dass sie diesen Punkt hinter den Kulissen auch immer wieder hochhalten. Yo, Sir, take it. They'll hate you for it. But that's the point of the gentleman. He can be the man of honor. He can make the choice that no one else wants to make. The right choice. Ubuntu, Dankeschön für deinen Resub im vierten Monat. Ich bin hellauf begeistert. Und einen wunderschönen guten Abend. Vielen, vielen lieben Dank. Ja, Retri hat es auch nochmal geschrieben, ne? Bereits jetzt vorbereiten. This has to happen. It has. Masken in Innenräumen und regelmäßiges Testen, etwa in Seniorenheimen, schrieb der Expertenrat. Zudem schon Mitte Februar würden im Herbst und Winter wahrscheinlich erneut notwendig werden. Oder erneut notwendig sein, meinetwegen. David versteht das alles nicht mehr. Wie wahrscheinlich ist mittlerweile eine wirklich gefährliche Variante. Vorausplanen, schön und gut, aber mit Impfungen, Erkrankungen, Behandlung etc. Wie hoch ist das Risiko noch, dass was richtig Dramatisches passiert? David, das ist das Problem. Das weiß keiner. Denn, ne, ist unsere erste SARS-CoV-2-Pandemie. Das heißt, alles, was wir machen können, ist abschätzen. Und wenn wir mal ehrlich sind, Omikron kam ziemlich aus dem Nichts. Ne? Das war weltweit relevant wenige Wochen, nachdem wir gemerkt haben, dass es existierte. Und das kann uns mit einer neuen Variante ja durchaus passieren. Das Problem ist, es ist halt schwer vorauszusagen, wie wahrscheinlich das ist, weil es so viele verschiedene Szenarien gibt, inklusive der, die wir jetzt nicht auf dem Schirm haben. Na klar, ne? Also alleine, dass Delta wiederkommt, ist jetzt ein nicht völlig unrealistisches Szenario, ne? Weil nicht ganz klar ist, wie gut Omikron-Infektionen gegen Delta schützen. Da gibt es sehr unterschiedliche wissenschaftliche Studien dazu. Und wenn es dazu sehr unterschiedliche wissenschaftliche Studien gibt, ist es für mich immer die Aussage, es kommt drauf an. Weil offensichtlich klappt das dann in manchen Kreisen besser als in anderen. Und das deutet auf jeden Fall darauf hin, dass es auf jeden Fall keinen universell wirklich guten Schutz gegen Delta gibt. Das heißt, theoretisch ist Return of the Delta durchaus denkbar. Und das ist jetzt, sage ich mal, in meinem Kopf das geradlinigste Szenario, denn Delta ist ja nicht weg. Delta ist nur gerade nicht relevant. Aber es kann durchaus sein, dass wenn Omikron irgendwann nicht mehr so angesagt ist, Delta beschließt, ha, meine Chance, ich breite mich jetzt wieder aus, ich komme jetzt nämlich besser klar. So, dann haben wir eben die möglichen Kreuzungen, ne, zwischen zwei verschiedenen Viren oder wir nehmen einen der Hotspots, wo halt die Infektionen immer noch völlig unreglementiert wüten, ne, Indien, Brasilien, Afrika,
Jetzt war gerade wieder ein großer Ausbruch in China, die mit ihrer Null-Covid-Strategie gescheitert sind. Da können sich immer mal wieder noch neue Sachen ausbilden, die wir jetzt nicht auf dem Schirm haben. Da jetzt Nummern dran zu kleben, ist sehr, sehr schwierig und ich vermute, auch die besten Modellierer tun sich damit schwer, weil es so viele Unsicherheiten gibt und weil es so viele Dinge gibt, die wir nicht überblicken können. Ein weiteres Szenario, das ich bisher noch nicht gelernt habe, ist, dass wir einen weiten Übersprung vom Tier haben. Ne? Wir haben ja zum Beispiel in Nordamerika Berichte über fröhlich mutierendes SARS-CoV-2-Virus in Weißwedelhirschen. Der Kontakt von Weißwedelhirschen mit Menschen ist relativ groß für so ein Rotwild. Sind Weißwedelhirsche Rotwild? Ich habe keinen Plan. Ihr wisst, was ich meine. Weil die viel auch in Wohngebieten unterwegs sind und so. Das heißt, da ist theoretisch der also kann es durchaus sein, dass sich da in den Hirschen zum Beispiel eine neue Variante ausbildet und die zurück auf den Menschen springt. Ist auch ein Szenario. Auch das ist mit einer Zahl super schwer zu beziffern. Der entscheidende Punkt ist, dass wir halt nicht wie die letzten zwei Jahre mit runtergelassenen Hosen dastehen sollten, wenn es passiert. Na? Das ist so ein bisschen, ich nehme jetzt mal den Vergleich, ist so ein bisschen wie mit Stromschlägen. Ne? Elektrizität ist überall um uns rum, aber eigentlich wissen wir alle, wie wir damit umgehen sollen. Kabel sind ja in der Regel auch gut isoliert und verbaut und überhaupt, da hat ja der otto-normale Mensch gar nichts dran zu suchen. Wie groß ist die Chance, einen Stromschlag zu kriegen? Ne? Und dann auch noch einen Stromschlag zu kriegen, der möglicherweise ernsthafte Folgen nach sich zieht. Das weiß keiner. Ich kann nur sagen, ich hatte in meinem Leben schon drei, wo ich retrospektiv wahrscheinlich hätte ins Krankenhaus fahren sollen, einfach nur um sicher zu gehen. Und ich bin 30 Jahre alt. Das ist also einer in 10 Jahren. Ich bin mir aber relativ sicher, für andere Leute wird der Schnitt signifikant anders ausfallen. Ne? Manche werden sagen, Stromschlag? Ich habe in meinem Leben noch keinen Stromschlag gekriegt. So. Außer mit 3, als ich an der Batterie geleckt habe oder so. Andere werden sagen, so Stromschlag passiert mir mindestens einmal im Monat. Vielleicht gerade Elektriker oder gerade Elektriker nicht, ich habe keine Ahnung. Aber auch hier, ne? In jedem ernstzunehmenden Erste-Hilfe-Kurs lernst du, Leute, Stromschläge sind ein ernsthaftes Problem. Wenn ihr einen Stromschlag kriegt, auch wenn ihr jetzt erstmal fandet, der war nicht dramatisch, kann es sein, dass ihr eine halbe Stunde später umfallt. Weil der Stromschlag zum Beispiel zu einer Herzrhythmusstörung geführt hat. Kriegt ihr also ernsthafte Stromschläge, ne, aus einem Ding mit einer halbwegs passablen Spannung, dann geht doch bitte und lasst euch checken. Habe ich bisher in jedem Erste-Hilfe-Kurs gehört. Wenn Stromschläge aber nie vorkommen, warum erzählt man das den Leuten? Ihr versteht, ne, worauf ich hinaus will. Es geht einfach darum, für den Fall gerüstet zu sein und das Wissen dazu haben. Und die letzten zwei Jahre sind die Leute halt im Oktober aufgewacht und haben festgestellt, wie sie hier im Chat schreiben, ne, Winter is coming. Corona kommt zurück. Die Rache des SARS. Und dann, ja, blöd. Bei Keks in dem Ersthelferkurs für den Führerschein war das nicht dabei, echt nicht? Ich bin der Meinung, ich hatte das damals. Vielleicht war das dann im MTA-Kurs nur, keine Ahnung. Aber ich habe das auch nicht zum ersten Mal gehört. Das ist mir definitiv in meinem Leben mehrmals über den Weg gelaufen. Hagen schreibt auch, ne, kann er bestätigen, Strom tötet auch gerne noch nach Stunden oder ein, zwei Tagen.
weil es durchaus sein kann, dass sich das quasi erst nach und nach zu einem Problem auswächst, sozusagen. Jedenfalls. Ja. Deswegen müssen wir diese Diskussion jetzt dringend führen. Ich weiß, wir möchten gerne alle sagen, ja, ach, Corona, das verschwindet jetzt und dann ist gut. Ich bin da voll dabei. Lasst uns das sagen. Aber lasst uns das sagen, wenn wir das wissen, dass das passiert. Wenn es Mitte November ist und die Zahlen sind unten geblieben, bin ich der Erste, der sich den Hintern blau anmalt, ne, die Maske vom Gesicht reißt und ruft Freiheit. Bin ich voll dabei. Aber bitte erst dann. Ne? Alles andere ist nämlich Pokern. Jency, ist das ein Versprechen mit dem blauen Hintern? Nein, nein. In Braveheart haben sie sich das Gesicht blau angemalt und dann den Rock gehoben. Wir machen das halt umgekehrt, ne? Wir reißen uns was vom Gesicht, aber dann muss die Farbe auch auf die andere Seite. So habe ich das gelernt aus Braveheart. Naja, Hagen führt weiter aus, genau. Entweder bringt der Strom dein Herz aus dem Takt oder es zersetzt dein Blut. Zweites wird erst nach einiger Zeit übel. Ja, meistens ist dann gern auch zu spät. Richtig, richtig. Genau, das mit dem Herz ist halt, ne, auf rein elektrischer Basis und das mit dem Blut ist halt das Problem. Ich vermute, auch da geht es um eine Aktivierung des Gerinnungssystems. Das ist nämlich ladungsgetrieben. Das heißt, euer Gerinnungssystem wird hauptsächlich getriggert von negativen Ladungen. Ne? Das heißt, wenn in eurem Blut was negativ ist, dann gerinnt es, könnte man mal grob verallgemeinert sagen. Und es kann durchaus sein, dass Elektrizität auch das antriggert, sozusagen. Das Gehirn funktioniert auch mit elektronischen Signalen. Stromschläge können da auch Unfug betreiben. Ist richtig. Mit dem Unterschied, dass das meist nicht von Dauer ist. So, klar, da kann es auch mal irgendwie zu Fehlzündungen kommen, aber das merkt man meist früher. Und möglicher, also ich könnte mir vor allen Dingen vorstellen, dass es sich irgendwann wieder einpegelt, wenn nicht sozusagen was Wichtiges komplett kaputt geht. Das ist ja immer die Frage. So. Er beschreibt es ja eigentlich sowieso in grundlegende Frage. Corona ist weltweit endemisch, kann immer was passieren. Influenza kann sich ja auch zu einer Katastrophe mutieren. So, abgesehen von Maßnahmen der Einschränkung sollte man jetzt nicht möglichst viel Geld im Bremsen. Erst recht nicht möglichst viel Geld in Prävention stecken. Generell, ja, Pandemieprävention wird auch wichtiger. Ne? Es gibt Modelle, die sagen voraus, dass sogenannte Spillover-Events, ne, gerade vom Tier auf den Menschen, häufiger werden, wenn es wärmer wird. Da ist generell gerade in der Wissenschaftscommunity eine Bewegung unterwegs, die sagt, wir müssen generell mehr überwachen. Das stimmt schon. Das ist auch im Grunde, da hast du schon nicht ganz Unrecht. Das ist keine Frage, die man jetzt speziell auf Corona münzen muss. Aber Corona ist jetzt halt das akute Problem, ne? Deswegen ergibt es schon Sinn, sich erstmal das anzugucken, zumindest jetzt im Herbst, und dann nach und nach das Ganze breiter zu fassen. So. Aber, wie gesagt, prinzipiell stimmt das, was du sagst, David, prinzipiell sollte man dann natürlich sich ein bisschen breiter aufstellen. So. Aber, wie es so schön heißt, ne, erst das eine, dann das andere am besten. Weil wir werden wahrscheinlich nicht beides schaffen. So. Masken in den Räumen regelmäßig, genau, schon Mitte Februar würden im Herbst und Winter wahrscheinlich erneut notwendig sein. Die Impfung bleibe jedoch das entscheidende Instrument der Pandemiebekämpfung.
Hier ist ein Fehler in Bekämpfung. Es ginge darum, eine möglichst lückenlose Immunität anzustreben. Wie dies nach dem Scheitern der Impfpflicht jetzt noch gelingen soll, ist allerdings offen. Ja, gar nicht. Not gonna happen. Die lückenlose Immunität ist erledigt. Haben wir verkackt. Ist vorbei. Auch in pharmazeutische Rapid Response Maßnahmen investieren. Mehr medizinische Fabriken hochziehen, sodass neue Impfstoffe schon in größeren Mengen hergestellt werden können. Ja und nein. Müsste man. Das weiß ich nicht. Das finde ich eine relativ komplexe Frage, David, muss ich zugeben. Ob das sinnvoll ist. Da möchte ich jetzt auch gar nicht so sehr spekulieren, weil du auch das Problem hast, dass natürlich so eine Dinger, wenn sie leer stehen, ne, und nicht benutzt werden, da wären die ja auch nicht besser von. So. Wie lange kannst du so eine pharmazeutische Fabrik unbenutzt stehen lassen, wenn du sie nicht brauchst? Und wenn du sie nicht unbenutzt stehen lassen willst, wer benutzt die in der Zeit, in der du keinen pharmazeutischen Notfall hast und irgendwie in kürzester Zeit x Millionen Impfstoffdosen produzieren muss? Ich verstehe, worauf du damit hinaus willst, aber ich glaube, da gibt es logistisch Schwierigkeiten. Krankenhauspersonal endlich mal besser bezahlen, wäre ein großer Schritt. Da bin ich voll bei Retri, das wäre sehr sinnvoll, aber das ist unabhängig von Pandemie oder nicht Pandemie, sage ich das seit Jahren. So. Mit Spannung dürften die Ergebnisse einer Studie des Impfstoffherstellers BioNTech erwartet werden, der an insgesamt über 2100 Teilnehmern die Wirksamkeit eines Omikron-Impfstoffs und eines Kombinationsimpfstoffs mit der Wirksamkeit der bisherigen BioNTech-Vakzine verglichen werden. Sobald die Ergebnisse in den kommenden Wochen vorliegen, so das Unternehmen, soll sie an die Zulassungsbehörden weitergereicht werden. Da müssen wir mal gucken. Das, was ich da bisher gehört habe, ist so ein bisschen so lala. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja vielversprechender, als man glaubt. Scholz hatte sich beim Thema Corona zuletzt eher zurückgehalten. Er sprach sich zwar für eine Impfpflicht ab 18 aus, doch als diese nicht beschlossen wurde, zeigte er wenig Regung. Bei der Diskussion über die Fortsetzung von Schutzmaßnahmen gab er Lauterbach offensichtlich nicht die Rückendeckung, die nötig gewesen wäre, um sich gegen Justizminister Marco Buschmann von der FDP durchzusetzen. Am Ende stand eine schwache Regelung, über die viele Bundesländer sehr unglücklich waren und die einige Experten für einen schlechten Scherz hielten. Von den Mitgliedern des Expertenrats musste er sich möglicherweise heute beim Abendessen einige Kritik anhören. Vielleicht wird er danach Corona ja wirklich wieder zur Chefsache machen. Das wäre schön. Das wäre wirklich schön. Ich muss eine kurze Pause einlegen und bin in ein paar Minuten wieder für euch da. So, da bin ich wieder. Entschuldigt die kurze Unterbrechung. So, genau. Zack. Also. Corona, genau. Also, da wäre es sehr sinnvoll, wenn da jetzt frühzeitig dran gedacht wird und zumindest, das muss ja jetzt alles nicht in Kraft treten, ne? Aber dass man sich zumindest schon mal einigt, dass man das dann zu gegebener Zeit zügig umsetzen kann. Ich meine, wenn wir eins gelernt haben, dann je früher wir Maßnahmen ergreifen, desto weniger müssen es sein und desto zeitiger kommen wir da auch wieder raus aus der Nummer. Also, so ist es halt. Und ich verstehe auch, dass wir da alle keinen Bock mehr drauf haben. Mir geht's doch auch auf den Keks, Leute. Aber es hilft ja nichts. Wie gesagt, die wurde schon was zu futtern. Ja, im Kanzleramt zum Abendessen, da wäre ich auch gern mal, durch ja nicht. Aber da muss ich noch ein bisschen an meiner Popularität arbeiten. Und da hole ich euch mit ins Boot. Da müsst ihr auch an meiner Popularität arbeiten. Ne? Also bitte fleißig Werbung für den Stream machen. Damit ich dann am Ende im Kanzleramt Abend essen kann.
Aber wie wir gelernt haben, Krise kann auch geil sein. Das ist ein Kliman-Zitat. Ja. Von dem ist ja nur einiges nicht so gut gealtert, ne? Den will ich hier gar nicht im Detail diskutieren. Den guten Finn Kliman. Da ist jetzt erstmal Kliman-Krise. Wisst ihr Bescheid? Mich überrascht das gar nicht so sehr, wenn ich ehrlich bin. Ich habe hauptsächlich das Gefühl, das ist so ein Weckruf für die Millennials unter uns, die jetzt plötzlich merken, dass man hip und woke sein kann und trotzdem ein Kackarsch. Gegen eine halbe Million mehr auf dem Konto hätte ich auch nichts. Ja, wer? Natürlich, wer hätte das? Also, ne? Ich kenne keinen, der sagt, oh, eine halbe Million Euro? Und für einfach, naja, nee, nehme ich nicht. Aber muss es auf die Art und Weise sein? Na. So. Hui, 7 Minuten, der ist ganz schön lang. Schauen wir mal. Das habe ich irgendwie unterschätzt. Kann es sein, dass wir das gedachte Programm nicht ganz schaffen heute? Aber wir gucken einfach mal, ne? Wie es läuft. Ihr habt ja sicherlich in den letzten Streams schon gehört, es gibt weltweit mysteriöse Fälle von Leberentzündungen bei Kindern. Na, keinem ist so richtig klar, wie das zustande kommt. Es werden einige mögliche Varianten geprüft. Enger im Verdacht stehen Adenoviren, die an sich eher sanfte Erkrankungen machen und wovon auch nur so ein paar Varianten einem überhaupt auf das Verdauungssystem schlagen. Der Rest sind eher Atemwegsinfekte. Ja. Es ist alles so ein bisschen mysteriös, aber die Fachleute arbeiten entsprechend dran. Es ist so ein bisschen in der Diskussion, ob das möglicherweise direkt oder indirekt eine Folge der Corona-Pandemie ist, weil das vom Timing her irgendwie Sinn ergäbe, ne? Aber da stehen stichhaltige Dinge bisher aus. Das Spektrum schreibt: Leberschäden durch Adenoviren sind selten, aber sie passieren. Im Interview erklärt Guido Engelmann, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche des Rheinland-Klinikums Lukas Krankenhaus Neuss, warum ein Adenovirus die wahrscheinlichste Ursache der gehäuften Hepatitisfälle bei Kindern ist. Rheinland-Klinikum Lukas Krankenhaus Neuss ist auch wieder so ein Name für eine Institution, wo ich mir gedacht hätte, Leute, wer soll das begreifen? Wer? Aber well. Vielleicht meckern auf hohem Niveau. Fast 350 Kinder in 20 Ländern sind in den letzten Monaten an einer rätselhaften Leberentzündung erkrankt. Der Satz setzt das Ganze übrigens noch mal ganz gut in Perspektive, ne? 350 Kinder in 20 Ländern. Natürlich, 350 Kinder sind viel, aber global gesprochen, ne, sind das Einzelfälle. Das ist ein ganz verschwindend geringer Teil der Bevölkerung, der hier betroffen ist. Entsprechend schwer wird es werden, rauszufinden, warum es genau diese 350 Kinder getroffen hat. So, das wird super spannend, wenn dann irgendwann klar ist, woran das lag, weil ich vermute, das sind sehr, sehr spezifische Voraussetzungen, die da erfüllt werden müssen, damit das stattfindet. So. Und ich glaube fast nicht, dass es sich um ein normales Infektionsgeschehen handelt von einem Erreger, der sich gerade ausbreitet. Dafür ist es zu schnell aufgetreten und zu breit gefächert aufgetreten.
Aber ich meine, wir sind von innerhalb... Ich meine, ja, die ersten Fälle waren im Januar bekannt, aber... Ne? 20 Länder ist schon eine Hausnummer. Hagen ist im Lurk mal kurz einkaufen. Ich wünsche viel Erfolg. Vor allen Dingen, dass der Laden noch auf hat um die Zeit. Das ist ja außerhalb von Großstädten nicht unbedingt selbstverständlich. Halali. Chef des Klinikums ist Albus Severus Cedric Dumbledore Hold. Ja, so ungefähr. Bei einigen von ihnen verlief die Hepatitis so schwer, dass sie eine Lebertransplantation brauchten. In den USA starben sogar Kinder daran. Inzwischen untersucht auch die Weltgesundheitsorganisation mögliche Ursachen, darunter auch SARS-CoV-2. Im Interview erklärt Guido Engelmann, Chefarzt der Klinik für Kinder und Jugendliche des Rheinland-Klinikums Lukas Krankenhaus Neuss, weshalb es so schwierig ist, die Ursache der Erkrankung herauszufinden und warum viele Fachleute ein Adenovirus im Verdacht haben. Spektrum. Wie viel mehr Hepatitisfälle gibt es derzeit bei Kindern im Vergleich zu normalen Jahren? Dazu gibt es ganz gute Daten aus Schottland. Das britische NHS hat einen Bericht veröffentlicht, laut dem in Schottland in normalen Jahren so 7-8 Adenovirus-Hepatiten, Leberentzündungen, die durch verschiedene Adenoviren hervorgerufen werden, auftreten. Dieses Jahr sind es bereits 9 und wir haben erst Mai. Das heißt, das Auftreten ist mindestens doppelt so häufig. In Deutschland gab es eine vergleichbare Umfrage an deutschen Leberzentren. Diese hat bisher nicht ergeben, dass hierzulande eine Häufung vorliegen würde, aber die Befragung läuft noch. Ich glaube, aus Deutschland gibt es bisher auch nur einen bestätigten Fall in dieser Situation. Könnte also unter Umständen sein, dass wir nicht so stark betroffen sind. Ne? Großbritannien hatte deutlich mehr, USA hat deutlich mehr. Wer weiß, woran das liegt. Warum hat man in England derzeit bessere Informationen? In Großbritannien ist das System extrem zentralisiert. Es gibt nur in Birmingham, im King's College in London und in Leeds jeweils eine Unit für das ganze Land. Deshalb haben sie einen besseren Überblick als wir. Aber auch Großbritannien ist nicht perfekt. Es fing damit an, dass in Schottland solche Fälle aufgetaucht sind und erst dann hat man in den anderen Zentren gefragt. In diesem Moment kam heraus, dass tatsächlich auch mehr Patienten mit akuter Hepatitis vorhanden sind. Die Definition für einen Fall ist relativ streng gefasst. Es geht darum, dass der Wert für Transaminasen über 500 liegen muss. Transaminasen sind bestimmte Enzyme, die man im Blut messen kann. Wenn ihr eure Leberwerte machen lasst, sind die in der Regel mit dabei. Und da misst man dann Enzymaktivitäten. Genau. Und die... Also über 500, das sind dann auch sogenannte internationale Einheiten. Das ist also jetzt nicht irgendwie in Mengeneinheit pro Liter oder so, sondern man misst wirklich, wie viel kann die Gesamtheit des Enzyms in einer bestimmten Menge Blut in einer bestimmten Zeit umsetzen, ne, und kann darüber bestimmen, wie viel Enzym haben wir denn vorhanden. Könnte die andere Häufigkeit vielleicht daran liegen, dass... das im Vergleich mit UK und USA Deutschland ziemlich harte Maßnahmen hatte. Schwer zu sagen, David. Schwer zu sagen. Aber nicht ganz auszuschließen. Es hängt halt immer davon ab. Offensichtlich scheint eine direkte Corona-Infektion, genauso wie eine Corona-Impfung, hier eher kein Trigger zu sein. Aber es kann natürlich sein, dass dass vielleicht die Exposition zu dem Virus da eine Rolle spielt, aber das ist zu diesem Zeitpunkt wirklich, wirklich schwer zu sagen. Dadurch, dass man nicht, also gar keine Ahnung hat, wie das zusammenhängt und ob das überhaupt zusammenhängt. Da müsste man jetzt gucken, wie das aussieht mit der Seroprävalenz, ne? Im Sinne von, wie viele dieser Kinder haben möglicherweise Antikörper gegen eine Corona-Infektion, also nicht nur Antikörper gegen das Spike-Protein bei den Geimpften, ne? Sondern auch gegen das Nukleokapsid-Protein. Das wird sicherlich alles mit untersucht werden, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber zum aktuellen Zeitpunkt hat man da noch
keine stichhaltigen Beweise, zumindest habe ich nichts dazu gelesen. Könnte man aber denken, stimme ich dir insoweit zu, dass das ein möglicher Unterschied wäre. Das ist auf jeden Fall ein Wert, bei dem man anfängt, sich Sorgen zu machen. Ein paar dieser Kinder haben schließlich eine Lebertransplantation bekommen. Das waren also echte akute Leberversagen. Warum ist es bei einer Hepatitis so schwer, die Ursache herauszufinden? Warum können so viele unterschiedliche Ursachen alle genau das gleiche Krankheitsbild verursachen? Hepatitis ist eine Krankheit der Leberzellen. Wenn das Immunsystem bei einer Autoimmunkrankheit die Leber angreift, ein Virus in die Leberzellen eindringt und das Immunsystem diese dann zerstört oder sich ein Giftstoff oder Kupfer in die Leberzellen ablagert wie bei Morbus Wilson, so erzeugt das immer den gleichen Effekt. Die betroffenen Leberzellen lösen sich auf, und zwar sehr viele auf einmal. Dadurch sieht man dann die erhöhten Leberwerte im Blut. Je mehr Zellen sich auflösen, desto mehr Marker wie Transaminasen werden freigesetzt. Und das ist der ganze Zauber dahinter, ne? Was wir messen, sind Zellen, die kaputt gegangen sind und deren Innereien gelangen eben in den Blutkreislauf mehr als normal. Und das messen wir dann. Und wie er so schön erklärt hat, ne, das führt halt auch dazu, dass die Ursachen dafür so mannigfaltig sein können, weil man erstmal nur weiß, die Leber geht kaputt, aber man hat im Grunde keine Ahnung, wer da gerade mit der Axt durchgeht. So, das ist der Herr Engelmann höchst persönlich, dann habt ihr ihn auch mal gesehen. David tippt auf Corona-Infektion, macht sensibler für Adenovirus, vernachlässigbar für Erwachsene, weil deren Immunsystem schon routinierter gegenüber Adenoviren ist, aber problematisch bei Kindern. Möglich ist eine Theorie, die sicherlich diskutiert wird, die ich jetzt auch nicht von der Hand weisen würde. Ich finde es trotzdem bemerkenswert, dass es nur so wenig Kinder sind, ne? Weil wir werden deutlich mehr Kinder haben, die mit dem Virus in Kontakt gekommen sind. Denkbar ist das, wie gesagt. Aber das alleine kann es nicht sein. Irgendwo, also da sind definitiv noch andere Faktoren beteiligt, die wir jetzt noch nicht kennen. Wenn sehr viele Leberzellen kaputt sind, dann steigen auch irgendwann die Stoffe an, die eigentlich von den Leberzellen abgebaut werden, etwa Gallensäuren, Bilirubin oder Ammoniak. Und es fallen die Werte ab, die von den Leberzellen gebaut werden, wie Eiweiße oder Komponenten der Blutgerinnung zum Beispiel. Der erste Effekt, den man sieht, ist meistens, dass Bilirubin nicht mehr so schnell zersetzt wird. Dann wird die Haut gelb. Das ist die sogenannte Gelbsucht, ne? Deswegen kriegt man Gelbsucht, wenn die Leber nicht mehr funktioniert, weil man mehr Bilirubin im Blutkreislauf hat. Und Bilirubin ist eben gelb. Also nicht nur im Blutkreislauf, ne, das lagert sich dann natürlich überall ab und so weiter, aber daher kommt das. Bilirubin ist das, was normalerweise wird dann normalerweise über den Kot ausgeschieden und sorgt für die lustige Farbe. Sehr eindrücklich sichtbar bei Langzeitalkoholikern zum Beispiel, genau, aber auch bei diversen anderen Erkrankungen. Die meisten der schließlich transplantierten Patienten wurden sehr gelb. Logisch, denn die hätten keine Transplantation gekriegt, wenn ihre Leber nicht sehr kaputt gewesen wäre. Daran sieht man, dass extrem viele Leberzellen verloren gegangen sind, das System hat nicht mehr funktioniert und ohne Leber können sie nur wenige Tage überleben. Dazu hatten wir in Religion mal einen Film gesehen. Im Film war ein Kind mit dickem Bauch und gelber Haut. Das wäre fast umgekippt bei dem Anblick. Das verstehe ich. Das ist immer gruselig, ne? Aber das könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass das eine akute Leberentzündung war mit Leberversagen und hast du nicht gesehen. Die Schwellung würde da durchaus mit reinspielen. Bei akutem Leberversagen widmet man sich einem Standardpanel. Es erfasst Virusinfektionen, Autoimmunerkrankungen und einige wenige Stoffwechselerkrankungen, die ein solches Krankheitsbild auslösen können. Bei der Virusinfektion macht man einen PCR-Test im Blut und bestimmte Erreger nachzuweisen. Ein Adenovirus im Blut ist daher erstmal nicht schlimm, dafür haben wir ja unser Immunsystem. Richtig. Bei vielen der betroffenen Patienten ist jedoch beim PCR-Test ein ganz bestimmter Adenovirus-Subtyp aufgefallen. 41F.
Dieses Virus ist eines der wenigen Adenoviren, die Menschen krank machen. Denn es gibt noch viel mehr Adenovirus-Subtypen. Subtypen sind ist was anderes. Laut einem 2019 im Bulletin des RKI veröffentlichten Überblick sind es 8 Spezies und in diesen Spezies jeweils noch einmal bis zu 12 Typen. Das ist enorm viel. Viele davon machen gar nichts, aber 40F, 41F und 52G können Magen-Darm-Infektionen auslösen. Und selbst die sind in den vielen Fällen nicht dramatisch. Ich habe es vorhin gesagt, ne, Adenoviren sind an sich eher entspannte Erkrankungen, die halt mal passieren und auch wieder weggehen. In diesem Falle offensichtlich nicht. Genau, und da kommt jetzt auch die richtige Frage, die ich jetzt auch im Kopf hatte. Bisher ist das Virus allerdings nur bei der Hälfte der Betroffenen nachgewiesen. Wieso denkt man trotzdem, dass es einen Zusammenhang mit 41F gibt? Das ist die Gretchenfrage, ne? Weil 50% Nachweisrate ist jetzt nicht der Renner, so gesehen. Ja, es ist schon auffällig, insbesondere gemessen an der Verbreitung solcher Viren, ne? Aber, naja, es ist jetzt noch nicht so, dass man sagt, so ja, bei den anderen paar hat man es bestimmt einfach übersehen. 50% haben oder nicht haben, ist halt schon irgendwie wichtig. Solche Adenovirus-Infektionen können bei Kindern auch tatsächlich Leberschäden auslösen. Das ist selten, aber es passiert. Es gibt dazu zumindest in Deutschland leider keine vernünftige Datenerhebung. Aber wenn Sie in die Register gucken, dann finden Sie hin und wieder Adenovirus als Auslöser. Deswegen gehört es bei Leberversagen neben Epstein-Barr-Virus, Zytomegalie-Virus und den Hepatitis A bis E-Viren zum Standard, dass man testet, ob eine Adenovirus-Infektion vorliegt. Andererseits betrachtet man bei einer solchen Analyse erst einmal nicht Subtypen, sondern prüft lediglich die Frage Adenovirus ja nein. In England hat man in vielen Fällen anschließend noch einmal den genauen Subtyp bestimmt und ist so auf die hohe Zahl von 41F Adenoviren gestoßen. Aber bisher hat man nicht bei allen Patienten den genauen Subtyp bestimmen können. Die Analyse ist also nicht bei allen gelaufen. Da hätte ich auch selber drauf kommen können, das ergibt natürlich Sinn, ne? Dass die Subtypbestimmung nicht immer machen. Ja, natürlich. Das ist meistens ja auch nicht spannend. Also, ne, ihr müsst immer bedenken, die testen natürlich nur, was für eure... Die testen ja in der Regel nicht aus wissenschaftlichem Interesse im Krankenhaus, ne, sondern die testen, weil die euch möglichst schnell helfen wollen. Das heißt, die machen natürlich auch nur Tests, aus denen sie eine Information kriegen, die für sie relevant ist. Und wenn die wissen, aha, Adenovirus, dann reicht denen das in der Regel. Ob das jetzt 40F, 41F, 83G oder 42 Flievertüt ist, echt denen wurscht, weil das einfach an der Behandlung des Patienten nichts ändert. Deswegen testen sie es nicht standardmäßig, kostet ja nur unnötig Geld. So ein Quatsch. Verstehe ich sogar gut, warum sie das nicht machen. Und das erklärt das natürlich. Okay. Unter dem Aspekt sind 50% schon echt viel. Weil dann kann man nämlich davon ausgehen, dass diese 50% nahezu die Gesamtheit der Patienten sind, bei denen überhaupt getestet wurde. Also bei denen es diese Subtypbestimmung stattgefunden hat. Und dann sind es so gesehen, ne, von denen, wo man geprüft hat, wahrscheinlich irgendwie 98% oder was weiß ich nicht. Jedenfalls eine deutlich höhere Prozentzahl. Und das macht dann natürlich einen riesigen Unterschied für die Relevanz. Ne? Und deutet nochmal deutlich stärker mit diesem ausgestreckten Zeigefinger, du warst es, auf das Adenovirus. Dann lasse ich mir, so lasse ich mir das verkaufen. So lasse ich mir das definitiv verkaufen.
So. Adenovirus-Infektionen bei Kindern sind recht häufig. Kann das Zusammentreffen auch Zufall sein? Die hohe Anzahl der Infektionen mit 41F ist schon recht eindrücklich. Das kann Zufall sein, das stimmt, aber es gibt verschiedene Überlegungen, warum es gerade jetzt mehr Hepatitis-Fälle durch Adenoviren gibt. Die plausibelste Erklärung für mich ist, dass wir in den letzten 2 Jahren durch die Pandemie-Maßnahmen kaum Infektionen gesehen haben und eben auch kaum Adenovirus-Infektionen. Es gibt bestimmte Virusinfektionen, die in Deutschland und weltweit sehr gründlich überwacht werden. Ein Beispiel ist RSV. In der vorletzten RSV-Saison traten praktisch keine Infektionen damit auf. In Deutschland vielleicht eine Handvoll, während wir normalerweise zigtausende haben. RSV, ne, ist Rhinovirus unter anderem. Also nicht nur unter anderem, hauptsächlich. Ist ein Erkältungsvirus. Möglicherweise kommt auch bei Adenoviren die Häufung einfach dadurch zustande, dass Kinder jetzt erstmals wieder in großer Zahl mit diesem Adenovirus in Kontakt kommen. Dadurch würden sich natürlich die wenigen Fälle häufen, bei denen Kinder hochpathologisch auf die eigentliche banale Infektion reagieren. Es wären also insgesamt nicht mehr hepatitiskranke Kinder, sondern nur all die Fälle, die sich sonst auf die letzten 2 Jahre verteilt hätten. Und das ist so ein bisschen das, was ich fast vermutet habe, ne? Dass das genau der Effekt ist, den wir sehen. Wir haben durch die Pandemie, und das ergibt auch zeitlich dann Sinn, ne? Wir haben in den letzten 2 Jahren die Kinder verhältnismäßig stark isoliert. Das hat verhindert, dass sie sich mit einer Reihe von Krankheitserregern auseinandersetzen konnten. So far, so good. Jetzt kommen die Kinder wieder stärker in die Gesellschaft raus, na? Und ihre Umwelt fängt auch an, wieder mehr Kontakte zu haben. Dadurch schließen sich Infektionsketten wieder, die vorher getrennt waren. Ne? Einerseits in der Kita, wobei Kitas ja schon ein Weilchen auf sind, aber auch unter den Eltern und Geschwistern, ne? Die großen Geschwister gehen wieder zur Schule, die Eltern haben wieder mehr Präsenzzeiten im Büro, bestimmte Aktivitäten finden wieder statt, die Viren können wieder besser zirkulieren und verbreiten sich besser, ne? Und dann hat natürlich das Kind mit höherer Wahrscheinlichkeit Kontakt auch mit einem Adenovirus. Und da es jetzt gerade in den letzten 2 Jahren sozusagen einen Haufen Kinder gab, die diesen Kontakt noch nicht hatten, den sie ja sonst innerhalb der letzten 2 Jahre gehabt hätten, die kommen jetzt alle. Ne? Es ist so ein bisschen so wie welches Beispiel nehmen wir mal? Musik wird heute wesentlich lauter als sonst. Ist genauso laut wie immer. Vielleicht ist der Track nur lauter als sonst. Weiß ich nicht genau. Mir fällt gerade kein manierliches Beispiel ein. Die Eissaison. Habe ich vor der Tür eine Eisdiele, die hat im Winter logischerweise zu. Was meint ihr, was passiert, wenn diese Eisdiele Tag 1 offen hat? Richtig. Es ist... Das Eis geht weg wie Klopapier, sage ich euch. Ne? Wie Rapsöl zu Krisenbeginn der Ukraine. Wie warme Semmeln. Ganz anderer Zusammenhang, ne? Selber Grund. Lange Zeit war nichts und plötzlich geht's dann und alles passiert auf einmal. Und genauso wie eben die Leute an der Eisdiele stehen, nachdem sie den ganzen Winter über nicht durften, haben eben all diese Kinder sich zeitgleich ihre Adenovirus-Infektion abgeholt. Und anstatt eben entspannt über die letzten 2 Jahre reinzukleckern, kommen die jetzt alle gleichzeitig. Und das könnte sein, dass das hier gerade auffällt. Das würde also bedeuten, dass auch für das einzelne Kind, ne, sich gar nichts geändert hat.
Diese Infektionen wären alle genauso passiert, wie sie passiert wären. Nur eben innerhalb der letzten 2 Jahre, anstatt jetzt alle auf einmal. Aber für das einzelne Kind hätte sich quasi der Verlauf nicht geändert. Vermute ich ganz stark. Das finde ich sehr plausibel. So, das ist eine Variante. Eine zweite Theorie ist, dass Co-Infektionen mit SARS-CoV-2 irgendwie eine Rolle spielen. Das ist ungeklärt, aber es ist natürlich denkbar, dass eine Verstärkung oder was auch immer stattfindet. Das wissen wir noch nicht. Dazu gibt es noch keine guten Daten. Es ist natürlich so, dass im Moment viele Kinder mit SARS-CoV-2 infiziert sind. Es hat also möglicherweise gar nichts zu sagen, dass man das Virus bei den Betroffenen findet. Und noch eine weitere Variante wäre, dass Covid-19 womöglich selbst die Ursache ist. So. Und man findet ganz zufällig Adenoviren bei den Betroffenen. All das sind aktuell ungeklärte Fragen. Verschiedene Organisationen wie das NHS in Großbritannien und das Robert-Koch-Institut, aber auch die Deutsche Gesellschaft für Pädiatrische Infektiologie sind jetzt dabei, das herauszufinden. Retri mag den Satz. Es ist ungeklärt, aber es ist möglich, dass etwas passiert. Willkommen in der Wissenschaft. Wie oft ich in irgendwelchen Meetings saß und man diskutierte, was bei Zeitpunkt X passiert. Und dann steht man halt also, könnte schon sein. Aber eigentlich wissen wir nicht. Aber denkbar wär's. Müsste man mal rausfinden. Ja. Und dann kommt es auf eine lange Liste mit Projekten, die man in den nächsten 20 Jahren irgendwann mal machen will, wenn einem irgendeiner das Geld dafür gibt. So läuft es üblicherweise. Kann man jetzt schon einigermaßen sicher davon ausgehen, dass ein Virus verantwortlich ist? Käme zum Beispiel noch eine Vergiftung in Frage? Spannenderweise war das am Anfang tatsächlich eine mögliche Erklärung. Die ersten Fälle sind in Großbritannien aufgetaucht und einer der häufigsten Gründe für Leberversagen dort ist tatsächlich eine Paracetamol-Vergiftung. What? Paracetamol? Aber doch bitte nicht in Kindern. Paracetamol verursacht oberhalb einer bestimmten Dosis Leberschäden. Ab etwa 200 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht entsteht eine schwere Hepatitis. Da man in Großbritannien sehr große Mengen Paracetamol frei erwerben kann, was in Deutschland gar nicht geht, kommen solche Vergiftungen dort häufiger vor. Okay. Folglich hat man bei Patienten toxikologisch nachgeschaut, nicht nur nach Paracetamol, sondern generell. Es fanden sich jedoch keine Hinweise, dass plötzlich Umweltgifte freigesetzt werden würden. Was mich totally unrelated wieder zu dem Punkt gibt, dass es immer noch Leute gibt, die versuchen, ihren Kindern Bleiche zu geben. Dich nicht weg. Daran musste ich nämlich erst denken, aber Bleiche führt eher nicht zu Leberschäden. Die Leute haben ganz andere Probleme. So. Wenn es sich jetzt um eine virale Hepatitis durch Adenoviren oder SARS-CoV-2 handeln würde, dann wäre das im Vergleich zur Gesamtzahl der infizierten Kinder immer noch sehr wenig Betroffene. Woran liegt es, dass manche Kinder schwer krank werden, die meisten anderen aber nicht? Gute Frage, liebes Spektrum, sehr gute Frage. Generell, die Fragen, die sie hier stellen, sind, finde ich, großartig. Paracetamol, ich frage mich, wie wahrscheinlich das ist, da müssten die Eltern den Kindern doch sonst wie viel davon eintrichtern. Gar nicht so viel, David. Ich gehe nochmal hoch. Hier, 20 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. 200 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht. Ne? Und die musst du ja nicht auf einmal nehmen, die kannst du ja über einen Tag verteilen. Das geht. Du musst das Kind so ein bisschen zwingen, ne? Aber du kannst ja ohne Schwierigkeiten 600 Milligramm Tabletten kaufen. Was wiegt ein Kind ungefähr? Es kommt drauf an, von was für einem Kind wir jetzt treffen, das betroffen ist. Sagen wir mal 20 Kilo Kind, ne?
sind 200 Milligramm pro Kilogramm, sind 4000 Milligramm, sind also 4 Gramm. Das ist eine Menge. Aber Dicht geht schon, insbesondere wenn du das nicht als Tablette nimmst, sondern in einem Glas Wasser auflöst oder so. Dann kriegst du 4 Gramm Paracetamol schon runter über den Tag. Dann machst du 4 Glas Wasser draus und los geht's. Kilo Kind und mein Hirn zeigt mir ein Bild einer Fleischtheke. Retri, aus. Natürlich, David, ist das weit über der empfohlenen Erwachsenendosis. Ja, selbstverständlich. Aber ich sag's nochmal, es gibt Eltern, die geben ihren Kindern Bleiche. Dass es Leute gibt, die Paracetamol überdosieren. Das überrascht mich null. Ich bin eher fasziniert, dass es bei uns offensichtlich deutlich weniger vorkommt. Aber wahrscheinlich haben die Leute keine Lust, irgendwie 10, 20 Tabletten hinterzufuttern. Ibuprofen ist sowieso besser. Richtig. Sehe ich auch so. Wenn es sich jetzt um eine virale Hepatitis handelt, ne, Gesamtzahl Infizierten, wenig Betroffene, woran liegt das, manche Kinder schwer erkranken, meisten anderen nicht? Das ist eine gute Frage, die aktuell niemand beantworten kann. Das ist die Antwort, die ich befürchtet habe. Man kann nur salomonisch sagen, es liegt entweder am Patienten oder am Virus. Wie bei vielen anderen Dingen auch, gibt es hier möglicherweise immunologische oder andere Faktoren beim Patienten, die dazu führen, dass er auf etwas eigentlich Banales ungewöhnlich heftig reagiert. Es gibt dafür durchaus Beispiele. Bei Allergien etwa ist das allgemein bekannt. Ein anderes Beispiel sind Meningokokken. Etwa 10% von uns haben Meningokokken auf den Mandeln. Aber nur sehr selten führt dies zu schweren Erkrankungen. Es liegt vermutlich an den Pathogenitätsfaktoren der Meningokokken und wahrscheinlich ebenso an Faktoren im Immunsystem der Patienten. Wie geht es jetzt weiter mit der Analyse und Erforschung der Hepatitisfälle? Der erste Schritt ist eine Standortbestimmung, also die Anfrage des Robert-Koch-Instituts zur Situation in Deutschland vom 29. April. Das läuft also noch. Das RKI hat retrospektiv nach Fällen ab dem 1. Januar 2022 gefragt. Ich vermute, dass man dieses Jahr vorerst abwartet und schaut, ob noch mehr Hepatitisfälle auftauchen und dies vielleicht sogar eine große Welle wird. Nach dem, was bisher bekannt ist, gibt es in Deutschland aber momentan gar kein Problem. Es treten zwar hin und wieder Fälle von akutem Leberversagen auf, aber es ist bisher nichts aufgefallen, was über der normalen Frequenz wäre. Ebenso wird man versuchen, die Pathogenitätsfaktoren der beteiligten Viren zu ermitteln. Aber das ist in der Virologie nicht ganz einfach. Bei Bakterien hat man es diesbezüglich etwas leichter, weil man sie einfacher in Kultur anzüchten kann. Wir wissen momentan, dass es in Großbritannien und den USA eine deutlich überzufällige Häufung gibt. Womöglich ist das nur das Ergebnis erhöhter Aufmerksamkeit im Zuge der Pandemie. Das ist übrigens ein wichtiger Punkt. Ne? Wir haben eine, also überzufällige Häufung heißt, ne, wir haben deutlich mehr Häufung als normal. Und zwar so viel mehr Häufung, dass es jenseits von dem ist, was man statistisch als eine zufällige Schwankung bezeichnen würde. Ne? Also wenn man sagt, wir haben im Schnitt 7 Hepatitisfälle im Jahr. So. Wenn man dann mal 8 oder 9 hat, ist es nicht so dramatisch. Wenn es dann aber plötzlich 10 oder 12 oder 15 werden, ist halt spannend. No, das ist, meint er, mit überzufälliger Häufung. Und er schränkt das aber gleich ein, ne, mit womöglich ist das nur das Ergebnis erhöhter Aufmerksamkeit im Zuge der Pandemie. Wir sind einfach gerade, also insbesondere auf Viruserkrankungen getrimmt. Ne? Wenn irgendwas komisch ist, sind wir natürlich gerade viel mehr dabei,
genauer hinzugucken, weil wir da sensibilisiert sind. Das waren wir die letzten 20 Jahre nicht. Und das kann einen Unterschied machen in der Art und Weise, wie sich gerade Statistiken entwickeln. Das muss man durchaus mit bedenken. Das ist in den Publikationen der NHS auch so beschrieben. Die höhere Aufmerksamkeit für potenzielle Corona-Folgen könnte dazu führen, dass man eben mehr Dinge findet, die vorher gar nicht aufgefallen wären. Genau das, ja? Was heißt das jetzt für die Eltern? Müssen sie sich Sorgen wegen der Hepatitis-Fälle machen? Nein, wir reden immer noch von Einzelfällen. Richtig, ne? 300 Kinder weltweit in 20 Ländern. Das ist natürlich für den Einzelfall dramatisch, aber es sind super wenig Kinder auf die Gesamtbevölkerung gesehen. Und auch wenn es sich schon um mehrere Einzelfälle handelt, sehe ich noch keinen Grund zur Besorgnis. Ich mache mir um meine Kinder jedenfalls keine Sorgen. Und das fand ich auch ein wichtiges Schlusswort für diesen Artikel. Sehr gut. Das fand ich sehr schön aufgedröselt. Sie haben die richtigen Fragen gestellt. Das fand ich, hat sehr viel auch gerade so den aktuellen Forschungsstand nochmal schön einsortiert. Uns so ein bisschen auf den aktuellen Stand gebracht und auch mal so ein bisschen eingeordnet. Ich habe zum Beispiel das mit der Subtypen-PCR, ne, dass deswegen nur 50% dem Adenovirus 41F zugeordnet sind. Das habe ich völlig übersehen. Das ist im Nachhinein völlig klar, dass sich das so verhält. Weil die ja, wie gesagt, nur testen, was für die Behandlung relevant ist. Und wenn es für die Behandlung keine relevante Aussage ist, was für ein Adenovirus das ist, dann gucke ich natürlich nicht nach. So. Genau. Deswegen. Im Nachhinein ergibt es Sinn. Also da habe ich auch noch was gelernt. So. Hat mir gut gefallen. Wir bleiben im Immunbereich, wechseln aber ein bisschen zu Krebs. Es gibt einen kurzen Artikel in der Krebsforschung. Reparaturproteine schützen Krebszellen vor T-Zellattacke. Da muss man einmal, ne, noch kurz erklären. T-Zellen sind eine bestimmte Art von Lymphozyten, also von Immunzellen. Das sind Zellen unseres erworbenen, ja, Immunsystems, die in der Regel dann aktiv werden, wenn Antikörper gebunden haben. Ne? Die werden dann aktiviert und wir haben von T-Zellen jetzt gerade im Viruszusammenhang sehr viel gehört, weil wenn das Virus in eine Körperzelle eindringt, kommt die T-Zelle und, ich sag's mal so salopp, bombt sie weg. Mr. T hatte Krebs und sich beschwert, dass Krebs mit seinem Namen ihm das Leben schwer macht. Fool. Okay. Von dem habe ich lange nichts gehört. Das ist wahr. Genau. Aber jedenfalls, ne, T-Zellen greifen quasi infizierte Körperzellen an und zerstören sie, um an das Virus daran ranzukommen. Und offensichtlich gibt es aber jetzt bestimmte Mechanismen, die Krebszellen, die eben mit dem gleichen Mechanismus beseitigt werden normalerweise, vor genau diesem Zugriff schützen. Nein, Retri, ich wusste, wie das zu nehmen ist. Ich kenne Mr. T's O-Ton. Krebszellen haben einige raffinierte Strategien parat, um sich vor Angriffen des Immunsystems zu schützen. Eine davon, Reparaturproteine, die kleine Löcher in der Zellwand stopfen. Krebszellen sind äußerst geschickt darin, der körpereigenen Abwehr standzuhalten. Das gelingt ihnen auch deshalb, weil sie sich während einer Immunzellattacke mit Hilfe spezieller Proteine sehr schnell selbst reparieren können.
Das Team um Alex Ritter vom US-amerikanischen Biotechnologieunternehmen Genentech hat die Schutzmaßnahme der Krebszellen im Fachjournal Science präsentiert. Bestimmte Immunzellen, die zytotoxischen T-Lymphozyten, sind darauf spezialisiert, infizierte Zellen sowie Tumorzellen zu zerstören. Haben sie ihr Angriffsziel ausfindig gemacht, schütten sie verschiedene Zellgifte aus. Das Protein Perforin, ne, von Löcher in Dinge tun, perforieren, deswegen heißt es Perforin. Ist das nicht schön? Bildet Poren in der Zellmembran, durch die das Enzym Granzym in die Zelle hineingelangt. Es heißt übrigens Granzym, weil es sich in den in den Körnchen befindet in der T-Zelle, also in dem Granulat, ne, ihr versteht. Dort leitet es den programmierten Zelltod ein, die Apoptose. Krebszellen haben allerdings einen effektiven Weg gefunden, um sich vor diesem T-Zellangriff zu schützen, wie das Team um Ritter herausgefunden hat. Sie bilden Proteinkomplexe, genannt Endosomal Sorting Complexes Required for Transport. Ach du gute Güte! Endosomal Sorting Complexes Required for Transport. Okay. Die kleinen Poren verschließen. Dadurch können Granzyme schlechter oder gar nicht mehr in die Tumorzelle eindringen und sie ausschalten. Das klingt nach etwas, was mit dem Transport von Membrantröpfchen an die Zelloberfläche zu tun hat. Das klingt spannend. Und Team Kazoo, schön, dass du da bist. Zunächst haben die Forschenden die CRT-Proteine innerhalb von Krebszellen in Echtzeit und mit Hilfe eines speziellen Lasermikroskops beobachtet. Oh ja, konfokale Lasermikroskopie. Das ist jetzt wieder ultra geekig, aber das macht Spaß. Ich habe das mal gemacht in einem Projekt an der Uni. Es ist im Grunde, färbst du Teile der Zelle an. Das ist so freakig. Du nimmst dir spezielle Substanzen, so zum Beispiel mit Antikörpern verbunden oder ähnliches. Und dann markierst du einzelne Zellkomponenten, sind nur bestimmte Proteine oder Teile der Zellwand oder was dich halt interessiert. Und das fluoresziert dann gezielt. Und dann kannst du mit einem konfokalen Lasermikroskop dir quasi die einzelnen Zellen angucken und kannst teilweise sehen, wie Dinge in der Zelle rumwandern oder wie Zellen so durchs Gewebe und von hier nach da. Und es ist super großartig. Das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Dabei stellten sie fest, dass die ESCRT-Proteine direkt nach einem T-Zell-Angriff zur beschädigten Zellmembran wanderten. In einem weiteren Versuch blockierten die Forschenden die Proteinkomplexe in ihrer Funktion. Daraufhin konnten die Abwehrzellen mehr Tumorzellen abtöten als zuvor. Das ergibt ja durchaus Sinn. Krebszellen haben eine Reihe zusätzlicher Strategien entwickelt, mit deren Hilfe sie dem Immunsystem entgehen. Die bösartigen Zellen können sich für das Immunsystem unsichtbar machen, indem sie die für sie typischen Oberflächenmoleküle verbergen. Manche Krebszellen sind zudem in der Lage, an T-Zellen zu binden und sie auszubremsen. Mit Hilfe von Immuntherapien wollen Ärztinnen und Ärzte diese Mechanismen umgehen, sodass die Krebszellen der körpereigenen Abwehr nicht mehr entkommen können. Das ist auch ultra spannend, finde ich. Ne? Also es ist jetzt hier nur so ein kleiner Exkurs. Ihr seht, der Artikel ist auch relativ kurz. Aber ich finde es einfach schön, auch mal so eine Sachen zu zeigen, weil das so ein bisschen zeigt, was da so auch im Detail passiert. Ne? Und auch Krebszellen, dass auch da so eine Entwicklung stattfindet. Ne? Und dass gerade besonders hartnäckige Krebsarten oft genau so eine Kontermechanismen entwickeln. Finde ich faszinierend. Mag ich sehr gerne. Also jetzt wisst ihr, dass es soweit gibt, ne? Ist schön. Mehr wollte ich dazu eigentlich gar nicht zeigen. Leute, das gibt's. Und es ist cool. So.
Schmuggler versuchen auch immer, dem Zoll auf den Flughafen auszuweichen. Ja, Retri, im Grunde sind es Mechanismen, die sich durchaus miteinander beschreiben lassen. Das Grundprinzip ist dasselbe. Ja. Wir verlassen dann auch schon wieder das Reich des Krebses und betreten das Land der Pilze. Denn auch Pilze können Krankheitserreger sein. Und hin und wieder ganz schön widerspenstig. Ah, jetzt geht schon meine Badezimmermatte. Genau, Team Kazoo. Genau. Wenn deine Badezimmermatte so aussieht, nimm sie vorsichtig, trage sie zum nächsten offenen Fenster und lasse sie dezent in die Freiheit gleiten. Sie wird es dir danken. Ganz bestimmt. Die Nachbarn vielleicht nicht so, aber die Matte schon. Und deine Gesundheit auch. Multiresistenter Pilz in der Umwelt infiziert Menschen. Der Schimmelpilz Aspergillus fumigatus ist überall und kann beim Menschen schwere Infektionen verursachen. Dazu ist er immer öfter resistent. Ursache ist wohl die Landwirtschaft. Aber die Matte findet immer wieder zurück. Das ist das Problem. Ah, ich verstehe. Kill it with fire. Einfach großflächig anzünden. Und wenn sie dich dann aus traurigen Augen anguckt, nochmal nachlegen. Dann tut's noch nicht genug weh. Ist grausam, aber es ist die einzige Chance, die du hast. Nicht so laut, sie kann uns hören. Gut. Also, ne, Aspergillus fumigatus, der gute alte Schwarzschimmel. Gegen gängige Medikamente resistente Varianten des Pilzes Aspergillus fumigatus sind in der Umwelt verbreitet und verursachen gefährliche Infektionen bei Menschen. Zu diesem Ergebnis kommt ein Team um Johanna Rhodes vom Imperial College London anhand einer genetischen Untersuchung von 218 Proben des Pilzes aus Großbritannien und Irland. Wie die Arbeitsgruppe in Nature Microbiology berichtet, waren 106 der untersuchten Pilze resistent gegen mindestens eines der üblicherweise verabreichten Medikamente aus der Gruppe der Azole. Was ziemlich bitter ist, weil gegen Pilze haben wir so viele Medikamente nicht. Die kannst du nicht einfach mit Antibiotika bekämpfen. Weil die anders funktionieren als Bakterien. 26 von ihnen waren resistent gegen zwei oder mehr Wirkstoffe, 23 davon stammten aus Umweltproben. Und das ist hier der Knackpunkt, ne? Das sind nicht etwa irgendwelche aus Krankenhäusern isolierten, in irgendwelchen krass belasteten Umgebungen, tralala, sondern einfach so über den Rasen, den Tupfer. Und das ist das Problem an der Sache. Aspergillus fumigatus ist ein in der Umwelt weit verbreiteter Schimmelpilz. Nahezu jeder Mensch atmet die Sporen täglich ein. Außerdem verursacht er den größten Teil der gefährlichen Schimmelpilzinfektionen beim Menschen. Diese als invasive Aspergillose bezeichnete Infektionskrankheit ist eine bedeutende Todesursache bei Menschen mit geschwächtem Immunsystem, zum Beispiel durch Krebs oder durch eine Behandlung mit immununterdrückenden Medikamenten nach Organtransplantation. Da schließen sich dann nach den heutigen Themen ein paar Kreise. Allerdings können sich auch Menschen außerhalb dieser Gruppen mit dem Pilz infizieren und schwer erkranken, zum Beispiel im Zusammenhang mit Erkrankungen der Atemwege wie COPD oder einer Infektion mit Grippe oder Coronaviren. COPD betrifft euch Raucher da draußen. Ne? Ich vermute, ihr wisst Bescheid. Invasive Aspergillose tötet selbst mit medikamentöser Behandlung rund ein Viertel bis ein Drittel der Infizierten. Ohne Behandlung sterben fast alle Opfer. Ich sag ja, ne, wir haben nicht viele Medikamente gegen Pilze und sie sind relativ zäh. Wenn die sich einmal festgefressen haben, wird man sie nur sehr schwer wieder los.
Zusätzlich steigt der Anteil der resistenten Pilze bei Infizierten seit Jahren. Wir waren bisher nicht sicher, wie die Patientinnen und Patienten solche Infektionen bekommen, ob die Resistenz sich in der Lungenwehre der Behandlung entwickelt oder ob die sich einnistenden Sporen von vornherein resistent waren, sagte Rhodes nach einer Pressemitteilung des Imperial College London. Laut ihren Ergebnissen kommen beide Wege vor. Seit Jahren ist bekannt, dass die Pilze während einer Behandlung mit Medikamenten resistent werden können. Fachleute vermuten allerdings schon lange, dass das nicht die einzige Quelle solcher Resistenzen ist. Das Team um Rhodes fand mehrere Proben aus erkrankten Menschen, die Pilzen aus Umweltproben genetisch so ähnlich waren, dass eine Ansteckung in der Umwelt wahrscheinlich ist. Nach Ansicht der Fachleute stützen sowohl die genetischen Merkmale der resistenten Pilze als auch ihre weite Verbreitung die Hypothese, dass die Resistenzen auf die Verwendung von Fungiziden in der Landwirtschaft zurückgehen. Und wieder einmal müssen wir feststellen, dass das breite Verteilen von Giftstoffen in der Umwelt negative Folgen hat. Oh, wer hätte damit rechnen können? Oh nein! So, wir müssen uns also nicht nur was überlegen für die Antibiotika in der Fleischwirtschaft und für die Insektizide auf den Feldern, sondern bitte auch für die Fungizide in der Landwirtschaft, die wahrscheinlich hauptsächlich ich könnte mir durchaus vorstellen, dass die bei bestimmten Pflanzen auch auf dem Feld angewandt werden, um eben eine Pilzinfektion zu vermeiden. Es hat aber offensichtlich ungewollte Nebeneffekte, über die wir uns ernsthaft unterhalten müssen. Ne? Denn ja, der gute Aspergillus ist jetzt zahlentechnisch nicht so ein riesiger, potenter Krankheitserreger. Aber wenn man ihn denn kriegt, war es schon vorher wirklich schwer, ihn loszuwerden. Und es wird offensichtlich nicht besser. Deswegen bitte Leute, achtet darauf, was ihr für Chemikalien in der Umwelt verteilt. Das ist nicht gut. Das ist einfach nicht gut. Tut mal lieber die Möhrchen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. So. Habe ich den schon? Den habe ich schon. Dankeschön, Frau Reichenstein. Schön, dass du so lange dabei warst. So. Ich muss sagen, ich glaube, auch wenn er jetzt gut passt und ich ihn eigentlich noch machen wollte, ich glaube, einen 11-Minuten-Artikel, wo der gar nicht so lang wirkt. Ich werde das bereuen. Komm, wir machen das jetzt noch. Wieder da, Essen für 2 Tage und einen Toaster gekauft. Sehr gut, Hagen, sehr gut. Glückwunsch zum neuen Toaster. Hast du auch eine Flasche Sekt gekauft, um ihn dann auf einen Namen zu taufen? So, gieß mir jetzt noch kurz was zu trinken ein. Und dann geht's weiter. Mit den Langzeitfolgen viraler Infektionen. Ist ja ein Thema, das uns jetzt alle noch mehr beschäftigt als sowieso schon, ne? Siehe Long-Covid. Aber auch vorher hat insbesondere das Epstein-Barr-Virus fröhlich Langzeitfolgen ausgelöst, rechts und links. Und wir alle, die sie nicht bekommen haben, können uns wirklich glücklich schätzen. Taufen höchstens mit alkoholfreiem Bier. Das finde ich auch okay, Hagen. Das ist, ein alkoholfreies Bier trinke ich sogar mit. Ich glaube, ich habe noch einen Radler im Kühlschrank. Aber das machen wir nicht jetzt.
Aber ich habe mit einem veganen Koch gesprochen und er meinte, es gibt wir nicht. Ich weiß gar nicht mehr, was ich jetzt glauben soll. Ja, Kazoo. Ah, ist schwierig. Schwierig. Aber ich warte. Frag doch mal dein Heizungsmonteur nach einem guten Rezept für veganes Curry. Weil der muss es ja wissen. Oder nicht? So, die Langzeitfolgen viraler Infektionen. Immer mehr wird darüber bekannt, was Viren dauerhaft im Körper anrichten. Befeuert durch Long-Covid wächst das Interesse der Forschung an dem Thema und damit die Hoffnung auf einen Impfstoff gegen Multiple Sklerose. Und nicht nur gegen Multiple Sklerose, ne? Multiple Sklerose war so der letzte große Durchbruch, wo anhand wirklich großer Datensätze relativ stichhaltig darauf hingewiesen konnte, dass Epstein-Barr-Virus wahrscheinlich an der Entstehung beteiligt ist. Es wird aber durchaus auch als Auslöser für hier zum Beispiel Chronic Fatigue Syndrome gehandelt. Ne? Es löst auch andere Krebsarten und Autoimmunerkrankungen aus. Also da gerade einen Impfstoff gegen Epstein-Barr-Virus würde einen Haufen Krankheiten angreifen, die wir wirklich dringend loswerden müssen. Weil sie einfach wirklich nicht toll sind. Ach so, Kazoos Heizungsmonteur ist von Big Pharma bezahlt. Ja, das ist natürlich schlecht. Das ist wirklich schlecht. Oh, dann würde ich mir einen anderen Heizungsmonteur suchen. Am besten stellst du dafür dann jemanden ein, der Gärtner gelernt hat. Was kann da schon schief gehen? Für Epidemiologen gleicht es einer Schatzkammer, was das US-Verteidigungsministerium in einer weitläufigen Anlage in Silver Spring, Maryland aufgebaut hat. Begehbare Gefrierkammern, jede von der Größe eines Basketballfelds, beinhalten 42 Millionen Fläschchen mit Blutserum. Wenn die Techniker auch nur 20 Minuten in diese Kammern von minus 30 Grad gehen, ziehen sie einen Wintermantel und Handschuhe an. Die Flaschen, die sie dann herausbringen, bergen ungeahnte Reichtümer für die Forschung. Für Alberto Ascherio, einen Epidemiologen an der Harvard H.T. Chan Medical School in Boston, Massachusetts, enthielt sie ein seltenes Geschenk. Sie halfen ihm, die Ursache für Multiple Sklerose zu entschlüsseln, eine Krankheit, bei der das Immunsystem die Nervenzellen angreift. Das ist besagter Artikel, das haben wir hier vor einer Weile. Das haben wir hier vor einer Weile thematisiert, ne, dass an einer Riesenstudie an, ich glaube, US-Soldaten, weil die alle eine Blutprobe abgeben müssen und regelmäßig durchgecheckt werden und so. Weil sie, dass sie einen Hinweis darauf gekriegt haben, dass EBV, also Epstein-Barr-Virus und Multiple Sklerose eng zusammenhängen. Team Kazoo muss selber so grinsen bei dem Thema. Meine Eltern hatten nur Joke, wirklich ein Heizungsmonteur letztens, da der Reisbürger ist. Ach du gute Güte! Huch. So. Na gut. Forschende vermuteten schon seit längerem einen Zusammenhang zwischen MS und dem Epstein-Barr-Virus. Aber es war schwierig, eine eindeutige Verbindung herzustellen. Teilweise, weil fast jeder Mensch sich irgendwann mit EBV infiziert. Meistens verläuft eine Infektion aber harmlos. Die Proben in den Gefrierkammern des Verteidigungsministeriums boten eine einmalige Gelegenheit, diese Zusammenhänge zu erforschen. Nachdem er die Daten und Proben von mehr als 10 Millionen Angehörigen der Armee seit 1993 analysiert hatte, fand Ascherio heraus, dass die Infektion mit EBV das Risiko einer MS, also einer Multiplen Sklerose, um das 32-fache erhöht. Ich habe noch nie einen so eindeutigen Zusammenhang gesehen, sagt Ascherio.
Rauchen erhöht das Risiko für Lungenkrebs um das 15- bis 30-fache. Seine Ergebnisse, kombiniert mit neuen Erkenntnissen darüber, wie das Virus Hirnschäden auslöst, verbessern die Aussichten, MS behandeln und sogar verhindern zu können. Eine Phase-1-Studie mit einem EBV-Impfstoff ist im Gange, auch wenn es noch Jahre, wenn nicht Jahrzehnte dauern wird, bevor größere Studien Aufschluss darüber geben, ob Impfstoffe MS vorbeugen können. Aber mal ohne Scheiß, ne? Selbst wenn es für MS nicht reicht. Pfeiffersches Drüsenfieber, die Haupterkrankung, die das Epstein-Barr-Virus auslöst, ist vielleicht an sich nicht wahnsinnig gefährlich, aber macht wirklich keinen Spaß. Es ist eine wirklich schwere Erkältungserkrankung. Epstein-Barr-Virus löst... Guillain-Barré, ist das? Nee. Oh Gott. Ich glaube, zwei verschiedene Lymphkrebsarten aus, auf die ich gerade nicht komme, weil es echt lang her ist, dass ich das gelernt habe. Ne? Also alleine um die wäre es schon nicht schade. Dann sind MS und möglicherweise Chronic Fatigue Syndrome mit dabei, plus weitere Infektionen, also weitere Folgeerkrankungen, die wir vielleicht noch nicht kennen. Epstein-Barr-Virus-Impfstoff. Also ich brauche ihn nicht mehr, ne? Aber sofort. Und bitte testen für Jugendliche. Testet den nicht an Erwachsenen. Da bringt der uns nichts. Die hatten den alle schon. Test. Mann, toll! Mit MS sind 80%, 90% aller PC infiziert. Wahr. Leider wahr. Entschuldigung. Was wollte ich eigentlich sagen? Genau. Testet den an Jugendlichen. Ne? Pfeifersches Drüsenfieber heißt nicht umsonst die Kusskrankheit. Weil man sich das meistens über körperliche Nähe einfängt. Das heißt, kriegt sie im jugendlichen Alter und sie sind sicher, wenn sie raus in die weite Welt gehen und versuchen, sich zu vermehren. So. Diese Fortschritte kommen zu einer Zeit, in der Forscherinnen und Forscher mehr denn je daran interessiert sind, was Monate und Jahre nach einer Infektion mit einem Virus geschieht. 2 Jahre nach Ausbruch der Corona-Pandemie sind viele Menschen mit den Langzeitfolgen einer Infektion mit SARS-CoV-2 konfrontiert. Die Besorgnis über Long-Covid wächst sowohl in der Öffentlichkeit als auch bei den Gesundheitsbehörden. Geldgeber haben mehr als 1 Milliarde US-Dollar in die Erforschung dieses nebulösen postviralen Zustands investiert. Schon lange versucht man, die Ursachen von MS zu verstehen. Dabei wird deutlich, wie schwierig es ist, die komplexen Beziehungen zwischen Infektionskrankheiten und den späten chronischen Erkrankungen zu entwirren. Es scheint nur langsam voranzugehen, aber Catherine Luzuriaga, eine klinische Forscherin, spezialisiert auf Infektionskrankheiten von Kindern an der University of Massachusetts Chand Medical School in Rochester, vertraut auf den stetigen Fortschritt der Wissenschaft. Da sich wissenschaftliche Methoden und Techniken weiterentwickeln, denke ich, dass wir viel mehr Einblicke in postvirale Folgen gewinnen werden. Ich denke auch. Also, das würde ich unterschreiben, gerade jetzt, wo so viel mehr geguckt wird. Und ich denke, wie gesagt, auch das mit der mRNA-Impfstofftechnologie. Wir die Möglichkeit haben, Impfstoffe gegen Viren zu entwickeln, wo es bisher nicht geglückt ist. Und da habe ich große Hoffnung, dass einige Krankheiten vielleicht in 20 Jahren kein so großes Thema mehr sein werden. Seit mehr als einem Jahrhundert versuchen Forscher zu beweisen, dass verschiedene chronische Krankheiten ihre Wurzel in einer Infektion haben. Der Nobelpreisträger und Mikrobiologe Barry Marshall ging sogar so weit, dass er eine Brühe aus den Bakterien Helicobacter pylori trank, um zu zeigen, dass sie chronische Magengeschwüre verursachen. Ja, ohne Scheiß, das hat er im Selbstversuch gemacht. Der hat sich selber ein Magengeschwür verpasst und ist danach geheilt. Den ethischen Aspekt mal beiseite, dass es einfach wirklich bescheuert ist. Der war überzeugt in sich.
Andere haben vermutet, dass selbst so komplexe Krankheiten wie die myalgische Enzephalomyelitis, dem Chronic Fatigue Syndrome oder Alzheimer mit bestimmten Krankheitserregern in Verbindung stehen. Stimmt, Alzheimer gehört da auch mit rein. Aber Beweise sind schwer zu finden. In manchen Fällen könnte das daran liegen, dass mehrere Erreger und Faktoren im Spiel sind. In anderen, dass die Zusammenhänge schlicht nicht vorhanden sind. In diesem Jahr wurde der Nachweis, dass EBVMS verursachen kann, durch 2 Studien gestärkt. Die Autoimmunerkrankung MS betrifft weltweit etwa 2,8 Millionen Menschen. Das Immunsystem greift hierbei die Nerven im Hirn und Rückenmark an, indem es die schützende Myelinscheide ablöst. Das kann mit Müdigkeit, Taubheit, Schmerzen, Verlust der Sehkraft und Depressionen einhergehen. Diese Symptome verschlimmern sich über die Zeit und können zu Behinderungen und einer verkürzten Lebenserwartung führen. Medikamente verlangsamen das Fortschreiten der Krankheit, können aber die Symptome nicht vollständig verhindern. Und vor allen Dingen haben diese Medikamente so horrende Nebenwirkungen. Ich meine, ist besser als Cortison, was man kriegt, wenn man gerade einen MS-Schub hat. Aber je nachdem, wie gut man die verträgt, leiden einige Betroffene mindestens genauso unter den Nebenwirkungen der Medikamenten wie unter der eigentlichen Erkrankung. Mein Chat ist doof. Mehrere Faktoren scheinen das Immunsystem fehlzuleiten und die Erkrankung voranzutreiben. Die geografische Verteilung der Fälle und andere Daten legen nahe, dass der Mangel an Sonnenschein und an Vitamin D eine Rolle spielen. Okay, das war mir jetzt neu. Genetische Faktoren erhöhen das Risiko zumindest ein wenig. EBV, zuerst 1964 entdeckt, steht ebenfalls mindestens seit den 1970er Jahren im Verdacht, Auslöser zu sein. Oh, das ging aber flott, dass sie den auf dem Schirm hatten. EBV ist überall. Mehr als 95% der Erwachsenen tragen das Virus in sich. Die meisten Infektionen verursachen keine Symptome, können aber eine Krankheit namens infektiöse Mononukleose auslösen. Pfeiffersches Drüsenfieber, ne? Das ist der Fachbegriff. Infektiöse Mononukleose. Niemand kann das Virus vollständig loswerden. Dennoch entwickelt nur ein kleiner Teil der Menschen MS, 0,2% in Großbritannien zum Beispiel. Dies stellt die Forscher vor ein Rätsel. Wie kann man beweisen, dass ein nahezu allgegenwärtiges Virus nur in wenigen Unglücklichen eine Autoimmunerkrankung auslöst? By the way, infektiöse Mononukleose heißt so, weil es eine Infektionskrankheit ist, ne, soweit klar, und Mononukleose kommt von einer Erhöhung der sogenannten Monozyten. Das sind die Fresszellen in unserem Blut, ne, die T-Zellen und so, die greifen quasi chemisch infizierte Zellen an. Die Fresszellen sind einfach das ist quasi der Pac-Man im Blut. Der fängt einfach nur an zu fressen, was ihm nicht passt. Die sind entsprechend groß und die. Ich muss ja sagen, ich mochte die Proben mit Pfeiffer'schem Drüsenfieber, weil die Monozyten in dieser Erkrankung sehen einfach toll aus. Die lassen sich ganz bestimmt anfärben und sind auch so, sind dann so Blasen drin und so. Es ist tatsächlich fast hübsch. Retri muss sich verabschieden. Dann danke fürs lange dabei sein und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. No. Der epidemiologische Ansatz von Ascherio bestand darin, den Status der MS- und EBV-Erkrankung von Militärrekruten zu verfolgen und das anhand ihrer Krankenakten und dem vom Verteidigungsministerium aufbewahrten Blutserumproben. Sein Team und er ermittelten 955 Personen, bei denen während ihrer Zeit beim Militär MS diagnostiziert wurde, wie sie im Fachblatt Science schreiben. Alle bis auf einen hatten sich bis zum Zeitpunkt ihrer MS-Diagnose mit dem Virus infiziert, eine Rate von 97%. Im Gegensatz dazu lag die Infektionsrate bei den Personen, die kein MS entwickelt hatten, bei 57%. Okay, der Unterschied ist schon merklich. Na? Das bedeutet noch nicht, dass du MS kriegst, wenn du dich mit dem Virus infizierst, aber das bedeutet, dass
im Umkehrschluss, ne, wenn du MS hast, es relativ wahrscheinlich ist, dass du dich mit dem Virus infiziert hast. Und das deutet doch recht stark darauf hin, dass die Infektion mit EBV dann eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung der Krankheit ist. Anschließend maß das Team die Konzentration eines Proteins namens Neurofilament Light Chain, eines Biomarkers, der eine Neurodegeneration anzeigt. Nach einer EBV-Infektion zeigten diejenigen, die daraufhin MS entwickelten, höhere Werte an Neurodegeneration als diejenigen, die die Krankheit nicht entwickelten. Das ist natürlich auch cool, ne? Weil sie dann quasi während der Infektion nachweisen können, wie die Prognose aussieht, so eine Erkrankung zu entwickeln. Und sie haben einen Hinweis darauf, wo sie weitersuchen müssen. Weil irgendwo muss dieses Protein ja herkommen, ne? Für Ascario beweist die Analyse, dass das Virus die chronische Krankheit verursacht, selbst wenn mehr Arbeit nötig ist, um herauszufinden, warum nur ein Bruchteil der Infektionen zu MS führt. Uns allen wurde der Gedanke eingeimpft, dass ein Zusammenhang nicht eine Kausalität bedeutet. Okay, aber dann gib mir eine alternative Erklärung für die Daten, sagt er. Und das ist ein wichtiger Punkt. Natürlich stimmt es technisch gesehen, ne? Wir haben bisher nur eine Korrelation. Wir haben keinen kausalen Nachweis. Im Gegenteil, keiner hat eine Ahnung, wie eine Infektion mit EBV MS auslöst. Das wissen wir nicht. Und das nachzuweisen wird auch schwierig, bis du den genauen Mechanismus gefunden hast. Beziehungsweise bis du halt anfängst, großflächig Leute gegen EBV zu impfen, also das Epstein-Barr-Virus, ne, und dann nachweist, dass die Zahlen in Multiple Sklerose runtergehen. Das wird ewig dauern. Aber ich finde die Korrelation stark genug, um es drauf ankommen zu lassen. Also da bin ich durchaus auf seiner Seite. Klar, ne, man muss es bedenken, dass es möglicherweise eine alternative Erklärung gibt, die wir nicht sehen. Aber das ist die einzige, die wir jetzt parat haben. Und ich finde, es ist eine, nach der man durchaus handeln kann. Weil das Handeln bringt ja dann den Beweis, ne? Und während ich vielleicht sagen würde, wenn die Therapie jetzt ist, wir müssen alle das rechte Bein amputieren, dann ich sagen würde, lasst mal warten, vielleicht finden wir doch noch, also jetzt so auf Verdacht ist vielleicht schlecht. Ist ja die Therapie hier erstmal zu sagen, okay, lasst uns eine Impfung gegen EBV entwickeln. Und unabhängig von MS-Ursache, ja oder nein, ist es ja sowieso eine gute Idee, eine Impfung gegen EBV zu entwickeln, aus genannten Gründen. Also, so what? Und dann kann man im Zweifel die Kausalität nachweisen, indem man sagt, okay, und jetzt blockieren wir die EBV-Infektion und die Krankheit tritt nicht auf. Wir müssen natürlich nur bei einer Sache jetzt aufpassen, ne? Wir müssen vorsichtig sein, dass die EBV-Impfung nicht möglicherweise denselben Mechanismus triggert, ne? Denn MS ist eine Autoimmunerkrankung. Es kann also durchaus sein, dass wir es mit einer Erkrankung zu tun haben, die entsteht, weil das Immunsystem auf bestimmte Proteine des Virus reagiert. Und wenn wir diese Virusproteine dann zum Impfen benutzen, könnten wir unter Umständen Schwierigkeiten haben, ne? Weil wir dann zwar die Leute vor dem Virus beschützen, aber die Impfung trotzdem MS triggert. Das heißt, die nach der Infektion erkrankt werden, erkranken nach der Impfung auch. Das ist dann natürlich Kacke und da wird man drauf achten müssen. Ja. Aber auch da kann man, denke ich,
in den Studien drauf achten, indem man nämlich einfach dieses Neurofilament überwacht. Ne? Weil dann müssten wir da ja eine ähnliche Reaktion sehen wie nach der Virusinfektion. Und sollte das in bestimmten Personen dazu kommen, da braucht man dann eine entsprechend große Studie, ne? Weil 0,2% sind halt nicht viel. Dann kann man das auch sehen. So. Eine mögliche alternative Erklärung ist, dass ein schwächelndes Immunsystem ein frühzeitiges Anzeichen für MS ist und dass virale Eindringlinge, einschließlich EBV, diese Gelegenheit nutzen. Escherichia gelang es allerdings nicht, Zeichen für andere Viren in den Serumproben zu finden. Kritiker von Marshall brachten ähnliche Argumente gegen seine Idee vor. Sie vermuteten, dass Geschwüre das Umfeld für eine Infektion mit Helicobacter pylori schaffen könnten und nicht umgekehrt. Bill Robinson, Leiter der Immunologie und Rheumatologie an der Stanford University in Kalifornien, lehnte die EBV-MS-Hypothese zunächst aus diesem Grund ab. »Ich war sehr skeptisch, dass EBV beteiligt war«, sagte er. Nachdem er aber 5 Jahre eine Reihe immunologischer Techniken zur Untersuchung der Antikörper von Menschen mit MS angewandt hatte, vollzog er eine Kehrtwende. Die sogenannten B-Zellen des Immunsystems produzieren im Verlauf von EBV-Infektionen Antikörper gegen ein Protein des Virus EBNA1. Ist das bekannt? Das wäre natürlich noch besser. Die B-Zellen sind die Zellen, ne? T-Zellen greifen direkt an. Das ist quasi die Front unserer erworbenen Immunantwort. Die B-Zellen sind die, die die Antikörper produzieren. Mal grob gesagt. Und die produzieren hier gegen Antikörper gegen EBNA1. Dieses Protein weist zufällig einige strukturelle Ähnlichkeiten mit einem Protein im zentralen Nervensystem namens GlialCAM auf. Mit der Zeit beginnen einige B-Zellen Antikörper zu bilden, die sowohl an EBNA1 als auch an GlialCAM binden. Das Ergebnis ist ein Beschuss der Neuronen aus den eigenen Reihen. Etwa 20-25% der Menschen mit MS tragen diese schießwütigen Antikörper in sich, berichtet Robinson und seine Kollegen dieses Jahr in Nature. Okay, das wäre dann also definitiv ein Protein, ne, das in unserem Impfcocktail nicht enthalten sein darf. Weil wir damit natürlich genau diesen Mechanismus triggern würden, ne? Ergibt Sinn. Das ist also ein Protein, das wir da raushalten müssen. Das ändert alles, sagt Robinson. Die Kombination aus soliden epidemiologischen Daten und einer Erklärung zur Wirkweise ist ein überzeugendes Argument für die postvirale Theorie, sagt Paul Lieberman, Molekularvirologe am Vista Institut in Philadelphia, Pennsylvania. Ich muss jetzt übrigens sagen, 20-25% der Menschen mit MS ist jetzt noch keine überzeugende Quote. Das scheint offensichtlich nicht das einzige Protein zu sein, das die Schwierigkeiten macht. Aber es ist ein guter Anfang, das gefunden zu haben. Ne? Er war schon vor der Veröffentlichung der jüngsten Daten überzeugt, aber sie schoben die Nadel noch tiefer rein, sagt er. Sie brachten ihre Ergebnisse also auf ein höheres Level. Der sicherste Weg, um Zweifler zu überzeugen, wäre der Nachweis, dass die Vorbeugung oder Behandlung von EBV-MS verhindert. Eine klinische Studie ist definitiv einen Versuch wert, sagt Liebermann. Es ist noch nicht ganz klar, wie man diese durchführt. Das ist das Problem, ne? Weil du im Grunde die Leute kriegen musst, bevor sie sicher eine EBV-Infektion hatten. Und das heißt eine Studie an jungen Leuten. Das ist schwierig. Und dann hast du das Problem, dass EBV bisher halt nicht behandelbar ist. Wie so viele Viren. Da ist also die Frage, wie möchte man das jetzt dann EBV genau behandeln? Ein erster Schritt besteht darin, Wege zu finden, EBV in Schach zu halten. Right. Im Januar beobachtete Lusuriaga, wie ein gesunder Freiwilliger einen sterilen Untersuchungsraum betrat, um an einem Versuch zu einem möglichen Impfstoffkandidaten teilzunehmen. Es ging um ein Vakzin namens mRNA-1189, hergestellt vom Biotechnologieunternehmen Moderna in Cambridge, Massachusetts. Moderna hoffte, auf den bisherigen Erfolg des Covid-19-Impfstoffs aufzubauen. mRNA-1189 beinhaltet den Code für 4 EBV-Proteine,
Ah, die forschen also auch daran. Sehr gut. Die dem Immunsystem lehren, die das Immunsystem lehren könnten, sich gegen eine Infektion zu wehren. Also wirklich. Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod. Da haben sie wahrscheinlich irgendwann die Formulierung geändert. Das war wahrscheinlich mal die Idee, die dem Immunsystem beibringen könnten. Dann ergäbe es nämlich Sinn. Ein anderer Impfstoffkandidat von Moderna, mRNA-1195, wurde entwickelt, damit das Immunsystem das Virus bei jenen Menschen kontrolliert, die es bereits in sich tragen. Zwei Impfstoffkandidaten von den US-Gesundheitsinstituten nähern sich ebenfalls der klinischen Erprobung. Damit das Immunsystem das Virus bei jenen Menschen kontrolliert, die es bereits in... Das ist natürlich geschickt, wenn es da Möglichkeiten gibt, so zu impfen, bereits bestehende Infektionen besser in den Griff zu kriegen. Das wäre natürlich auch spannend, weil man dann eventuell nämlich Leute heilen kann, bei denen MS schon ausgebrochen ist, ne? Aber unter Umständen Leute, die es sonst irgendwann kriegen würden, noch davor beschützen. Das ist ungeheuer spannend, sagt Lusoriaga, die leitende Forscherin der mRNA-1189-Studie. Das Ziel der ersten Versuche ist es zu zeigen, dass die Impfstoffe sicher sind und die Belastung durch eine infektiöse Mononukleose verringern können. Auch bekannt als Mono-, Drüsenfieber- oder Kusskrankheit kann dieser Infekt Symptome wie extreme Müdigkeit und Fieber verursachen und betrifft 30-50% der Menschen, die sich erstmals mit EBV als Teenager oder junge Erwachsene infizieren. Es wird viel schwerer zu beweisen sein, dass EBV-Impfstoffe einen Vorteil gegen MS bringen. Jeffrey Cohen, Leiter des Labors für Infektionskrankheiten am National Institute of Allergy and Infectious Diseases in Bethesda, Maryland, schätzt, dass für eine entsprechende Studie Zehntausende junge Erwachsene bis zu 10 Jahre beobachtet werden müssen. Ja, Zehntausende werden nicht mal reichen. Vermute ich. 0,2% der Menschen sind betroffen. Ja, wobei doch. Das heißt, wir bewegen uns in Tausenderstellen. Wenn man dann Zehntausende hat, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ein paar dabei sind. Ja, okay. Ja. Zehntausende ist okay. Aufgrund der Allgegenwärtigkeit des Virus würde sogar die Auswahl von noch nicht an EBV-Erkrankten ein logistisches Problem darstellen. Richtig. Die musst du nämlich im Grunde an der Schule für die Studie auf abwerben. So. In dem Moment, in dem sie, keine Ahnung, halt die Mittelstufe verlassen haben, könnte es zu spät sein. Eine Präventionsstudie, die mit der Impfung von Säuglingen beginnt, würde die Auswahl erleichtern oder eine Trennung in verschiedene Gruppen unnötig machen, sagt Ruth Dobson, Neurologin an der Queen Mary University in London. Aber MS tritt typischerweise im Alter zwischen 20 und 40 auf. Die Wissenschaftler würden Jahrzehnte auf die Ergebnisse warten. Ich bräuchte unendlich viel Geld und Nachuntersuchungen, um diese Studie durchzuführen, sagte sie. Das ist halt so ein bisschen das Problem, ne? Dass man... Hier, dann 40 Jahre... Im Worst Case, ne, bevor man die Daten hat. Das heißt, der durchschnittliche Forscher kriegt diese Studie zu Lebzeiten gar nicht zu Ende. Das ist ein ernsthaftes Problem, das nicht so richtig lösbar ist. Und während das mit der Zeit, ne, das kriegt man irgendwie hin. Aber wer finanziert denn das? Über 40 Jahre. Kannst du doch vergessen. Für Cohen ist der wahrscheinlichste Weg, um belastbare Daten zur MS-Prävention zu erhalten, auf die Zulassung eines EBV-Impfstoffs zu warten. Damit könnte gegen infektiöse Mononukleose vorgebeugt, aber auch geschaut werden, ob die Empfänger des Impfstoffs MS entwickeln. Richtig. Im Durchschnitt dauert das etwa 10 Jahre, bis ein Vakzin alle klinischen Studien hinter sich hat.
Nach der Zulassung würde es noch viele Jahre dauern, um die Daten zu sammeln. Gesundheitsinstitutionen wie die US-Behörde für Lebens- und Arzneimittel FDA müssen möglicherweise nach der Zulassung Studien vorschreiben, andernfalls hätten Unternehmen kaum Anreize, die Daten zu erheben. Das ist eine sehr wichtige Lehre, sagt Cohen. Oder, ne, man macht die Diagnose meldepflichtig, zusammen mit dem Impfstatus. Man könnte das aus Gesetz, also ja, über die Gesetzgeberebene angehen, so würde ich das hier in Deutschland machen, würde einfach sagen, Leute, wir brauchen Statistiken, meldet die Diagnose und meldet den EBV-Impfstatus mit. Weil wir dann nämlich in 40 Jahren ne, wissen, wie viele Leute mit und wie viele Leute ohne EBV-Impfung MS entwickelt haben und können vergleichen. Da muss man ja nicht zwingend irgendein Forschungsinstitut ransetzen. Die Daten kleckern ja dann über die behandelnden Ärzte im Zweifel von alleine rein. Müsste man halt gucken, ob da gesetztechnisch irgendwie was im Weg steht. Aber ich finde es jetzt nicht völlig auszuschließen. Ich habe irgendwie ein Barthaar in der Nase, entschuldigt. Im besten Fall werden Impfstoffe eine lang anhaltende Immunität garantieren, die die Infektion gänzlich verhindert. Vakzine gegen humane Papillomviren verhindern so Gebärmutterhalskrebs. Aber bisherige EBV-Impfstoffkandidaten haben dieses Level noch nicht erreicht. Dasselbe gilt für Covid-19-Impfstoffe, die zwar den Schweregrad der Krankheit verringern, aber nicht deine Infektion mit SARS-CoV-2 verhindern. Das machen übrigens die meisten Impfungen. Ne? Sie verhindern nicht die Infektion, sie verhindern nur die Krankheit. Was hier vielleicht ausreicht, ne, wenn das Virus nicht stark wüten kann, aber das wissen wir noch nicht, ob das ausreicht. Ja, möglicherweise reicht auch ein sanfter Kontakt mit dem, also zwischen Immunsystem und Virus schon völlig aus, ohne dass man schwer daran erkranken muss. Teilweise schützende Impfstoffe gegen EBV können immer noch MS vorbeugen, sagt Robinson, aber ihr Erfolg wird davon abhängen, welche nachgeschalteten Effekte die Infektion auslöst. Löst ein einzelner Infekt schon die Probleme aus oder sind die Virusmenge und das langfristige Überdauern der Krankheitserreger entscheidend? Für EBV-MS und viele andere, vermutlich postvirale Erkrankungen, sind dies offene Fragen mit großer Tragweite. Das ist im Grunde das, was ich gerade gesagt habe. Ne? Es kann sein, dass das reicht, aber wir wissen es im Endeffekt noch nicht. Das hängt davon ab, wie der Auslösemechanismus genau ist. Wenn die Viruslast und das Überdauern eine Rolle spielen, sind antivirale Medikamente eine weitere gute Möglichkeit, um postvirale Beschwerden zu verhindern. Antivirale Mittel, die zum Beispiel Hepatitis C-Viren beseitigen, haben auch dazu beigetragen, die Belastung durch chronische Lebererkrankungen zu verhindern, die das Virus verursachen kann. Ist halt die Frage, ne, ob genau diese Persistenz und das, also das Überdauern des Virus im Körper eine Rolle spielt. Wir wissen das von Hepatitis-Viren, die das können. Ne? Wir haben generell, wenn ich mich richtig erinnere, ist Epstein-Barr-Virus auch ein Herpes-Virus. Und Herpes-Viren, wissen wir, ne, sind durchaus in der Lage, unseren Körper über lange Zeit zu bewohnen. Alle, die der Lippenherpes oder generell der Herpes plagt, wo auch immer er blasen mag, wissen das zu ihrem eigenen Leid. Dementsprechend wäre es durchaus denkbar, dass es nötig ist, dass es nötig ist, dass das Virus sozusagen im Körper vorhanden ist und in regelmäßigen Abständen vielleicht auch aktiv wird. Wo immer er auch blasen darf. Ja, ja, aber der Chat ist doch für Team Kazooie. Ich verstehe nicht, wovon du redest. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Schön. Aber damit das funktioniert, müssen antivirale Mittel hervorragend funktionieren. Im Moment ist noch keines mit ausreichender Stärke zugelassen, um EBV abzutöten. Wir haben kein echtes antivirales Medikament, das auf die mit EBV infizierten Zellen abzielt.
sagt Cohen. Ein paar Medikamente verlangsamen die Vervielfältigung des Virus, fügt er hinzu, aber nicht in dem Maß, um es aus dem Körper zu entfernen oder den klinischen Verlauf der Mononukleose zu verändern. Herpesviren sind DNS-Viren, oder? Ja, da bin ich mir recht sicher. Da bin ich mir recht sicher, Haken, dass das so ist. Ich glaube, es sind sogar doppelsträngige DNA-Viren. Passt mal auf. Vier Fragen, Captain Wikipedia. Für so eine grundlegenden Sachen ist Captain Wikipedia nämlich immer gut. Behüllte doppelsträngige lineare DNA. Ja. So ist. Das können wir auch gleich gucken, ob EBV mit reinspielt. Hier ist Herpes simplex, hier Varizellen. Zytomegalie-Virus sind alles keine schönen Erkrankungen. Das Herpes-Virus. Damit habe ich mal zu tun gehabt. Das ist jetzt hier wenig spannend. EBV scheint jetzt nicht dazu zu gehören, oder? Ich habe es überlesen. Habe ich mich geirrt? Möchte ich jetzt nicht ausschließen. Jetzt bin ich neugierig. Ach Gott, weil ich nicht schreiben kann. Ja, das ist dann natürlich schlecht. Versuchen wir es nochmal. Ich weiß, man schreibt es mit Doppel-R. Ich war zu faul. Ist ein humanes Herpesvirus. Also doch. Human Gamma Herpes Virus. Ja. Behülltes doppelsträngiges DNA-Virus. Sehr gut, wissen wir Bescheid. So. Ba-ba-ba-ba. Hier waren wir. Dies könnte daran liegen, dass das Virus zwei Phasen in seinem Lebenszyklus aufweist. Eine lytische Phase, in welcher es sich rasant vermehrt, und eine latente Phase, in der es sich vor dem Immunsystem versteckt. Latente Viren sind offensichtlich kaum abzutöten. Es ist schwer, die virale Maschinerie zu zerstören, wenn sich die Zahnräder kaum noch drehen. Na, es ist vor allen Dingen schwer ranzukommen, ne? Weil sie in der Regel in Zellen überdauern. Und wenn sie da nichts tun, dann meldet die Zelle keine Infektion und dann hast du von außen keine Chance, das zu bestimmen. Plus, zumindest Herpes simplex überdauert ja vorzugsweise gern in Nervenzellen oder in deren Umgebung. Da muss man halt auch gucken, ob man die so einfach kaputt machen sollte, ne, um an das Virus ranzukommen. Könnte sein, dass man die Nervenzelle vielleicht unter Umständen, weil man nur geschätzt, noch brauchen kann. Ich würde nicht sagen, dass es einfach wird, sagt Liebermann, der antivirale Medikamente entwickelt, die auf das IBNA1 abzielen, um das latente Virus auszuschalten. Wenn die Forschung die Beiträge beider Phasen entschlüsseln kann und wie das latente Virus reaktiviert wird, könnte dies neue Türen öffnen. Eine andere Strategie besteht darin, die Brutstätte des Virus zu zerstören, die B-Zellen. Aha. Atara Biotherapeutics in South San Francisco, Kalifornien, versucht dies mit ATA-188, einer Therapie, die aus T-Zellen des Immunsystems entwickelt wurde, um die B-Zellen zu jagen und zu zerstören, die EBV beherbergt. Ach, das wohnt in den B-Zellen! Ja, natürlich! Deswegen der B-Lymphozytenkrebs. Gute Güte! Wenn so Puzzleteile zusammenfallen, wo eigentlich klar war, dass sie zusammengehören, aber dir fehlte noch die letzte Ecke, um es zu sehen. Ja, natürlich. Für EBV sind es die B-Zellen. Für Herpes simplex sind es dann Nerven. Ja, das ergibt natürlich total Sinn. Also ich habe ja vorhin gesagt, ne, dass das Epstein-Barr-Virus auch Lymphozytenkrebs auslösen kann. Ich wusste, dass es sich dabei vornehmlich um B-Lymphozyten handelt. Ich habe aber nicht den Schluss gezogen, dass offensichtlich B-Zellen der Zelltyp sind, in dem sich EBV versteckt. Aber es ergibt natürlich Sinn. So, das passt ja gut zusammen.
Derzeit läuft eine Phase 1-2-Studie mit Menschen mit fortgeschrittener AMS in der Hoffnung, den Verlauf der Krankheit zu verlangsamen. Vorläufige Ergebnisse werden im Laufe dieses Jahres erwartet. Falls sie eine Wirkung sehen, bedeutet das, dass das Spiel beginnt, sagt Robinson. Aber neurologische Krankheiten sind schwer zu behandeln, wenn schon eine Hirnschädigung besteht. T-Zell-Therapien sind vielleicht am besten, wenn sie in einem frühen Stadium der Krankheit eingesetzt werden. Aber sie sind eine neue Therapieform, verbunden mit Ungewissheit und somit ein unwahrscheinlicher Kandidat für eine groß angelegte Präventionsstudie. Aaron Longbreak. Geiler Name. Neurologin an der Yale University in New Haven, Connecticut, überlegte sich, wie man ein Gleichgewicht zwischen der Notwendigkeit eines frühen Eingreifens und der möglichen Nebenwirkung einer Behandlung herstellen kann. Die Therapie ihrer Wahl ist das von der FDA zugelassene MS-Medikament Ocrelizumab, also irgendwas Antikörperbasiertes, das B-Zellen abtötet, um das gestörte Immunsystem wieder in Gang zu bringen. Es wurde nicht als Antivirusmittel entwickelt, aber es setzt zumindest einen Teil des EBV-Reservoirs außer Gefecht. Da es das Immunsystem schwächt, haben die behandelnden Personen ein hohes Risiko für andere Infektionen, somit ist es ein hoher Preis für jemanden, der nicht erkrankt ist. Also hat Longbreak nach denjenigen gesucht, die am meisten zu gewinnen haben, eine kleine Gruppe von Menschen mit geschädigten Hirnregionen, die denen von MS-Patienten ähneln, aber keine der begleitenden Symptome haben. Solche Läsionen werden manchmal zufällig in einem Hirnscan entdeckt. Fast die Hälfte dieser Menschen werden innerhalb der nächsten 10 Jahre nach der Entdeckung MS entwickeln. Okay, verstehe. Wenn Sie mir sagen würden, dass ich eine 50-50-Chance habe, MS zu bekommen, würde ich etwas dagegen tun wollen, sagt Longbreak. Eine Studie, die untersucht, ob Ocrelizumab die Entwicklung von MS in 100 Menschen mit solchen Läsionen verlangsamen kann, sucht gerade nach Teilnehmern. Und bei einer 50-50-Chance reichen diese 100 Leute auch aus, um einen Effekt zu sehen. Ja, das ist ja in Anführungszeichen das Schöne an diesen hohen Prozentzahlen, dass du mit 100 Leuten, also einer relativ geringen Teilnehmerzahl, schon sehr signifikante Effekte erzielen kannst, wenn dein Medikament entsprechend gut ist. Die Forschenden arbeiten auch daran, Menschen mit hohem Risiko für postvirale Komplikationen zu identifizieren. So, jetzt gehe ich einmal kurz hier hoch. Da. Ich möchte mir nämlich mal kurz einen Teil aus dem Text rauskopieren. Entschuldigt. Und wir den zur späteren Verwendung mal kurz ablegen. Denn ich kenne Leute, für die ist die Information unter Umständen relevant. So. So. Hier. Es könnte Jahrzehnte dauern, bis einer auf EBV. Ach, seht ihr mal, ich mache hier mal wieder aus. Zack. So. Bis einer auf EBV gerichtete Intervention MS abwehren kann. Und obwohl Long Covid ein breites Interesse an den langanhaltenden Auswirkungen einer Infektion geweckt hat, ist es aufwendig zu überprüfen, ob es eine Verbindung zwischen einem Virus und einer Krankheit gibt. Für Dobson ist der Schlüssel zum Erfolg gute Vorbereitung und Geduld.
Assyrios Entdeckung wurde zum Beispiel durch die jahrzehntelange Sammlung von biologischen Proben des Verteidigungsministeriums ermöglicht. Eine teure Methode, die Jahre braucht, um Erkenntnisse zu liefern. Das ist halt generell das Problem, ne? Dass gerade so sensible Zusammenhänge wirklich, wirklich schwierig durch Zahlen zu belegen sind. Das haben wir ja jetzt auch während der Corona-Pandemie gesehen, ne? Bis wir halbwegs sicher wussten, wie so die Todesraten sind und wer welches Risiko hatte auf eine schwere Erkrankung, hat das gedauert. Und das waren ja Zahlen, die sich im Bereich von 1-10% irgendwo bewegten. Bei 0,2% braucht man natürlich mindestens das Fünffache an Leuten, bis man entsprechend stichhaltige Daten hat. War ein paar Tage an meinem Tee. Ich prangere das an. Biobanken sind wirklich aufwendig und unbeliebt. Vor allen Dingen unbeliebt, weil sie machen einen großen logistischen Aufwand, sind aber für sich genommen unglaublich unspannend, ne? Weil die tun ja nichts außer Dinge einfrieren. Aber wenn die harte Arbeit getan ist, dann liebt sie jeder, sagt Dobson. Ähnliche Ressourcen zur Krankheitsdiagnose, die während der Pandemie gesammelt wurden, werden Erkenntnisse über die Langzeitfolgen anderer Viren liefern. Die Arbeit mit der UK Biobank hat schon gezeigt, wie das SARS-CoV-2-Virus die Gehirnstrukturen beeinträchtigen kann. Für klinische Studien ist eine längere Betrachtung erforderlich, fügt sie hinzu. Für diese müsste man die richtigen Leute und Mittel zum Messen dieses Erfolgs finden. Dies ist bei einer Krankheit wie MS einfacher. Endure, sir. Take it. They'll hate you for it. But that's the point of the gentleman. He can be the man of honor. He can make the choice that no one else wants to make. The right choice. Hagen! Der Hage! Dankeschön für dein Geschenksab an Team Kazoo. Und dir auch noch einen schönen Abend. Vielen, vielen lieben Dank. Ist das der Zeitpunkt, wo ich nochmal ansprechen sollte, dass wir ein Subgoal haben, dass ihr mithilfe der entsprechenden Anzahlen mich dazu zwingen könnt, mit euch 12 Stunden irgendein Monster-RPG zu spielen? So, keine Ahnung, irgendein Elder Scrolls-Teil oder so? Müssen wir dann noch gucken, was wir dann genau haben wollen. Aber damit sich das lohnt, ne, machen wir das dann richtig. Genau. Jedenfalls. Was war... Wo sehe ich das Goal? Das ist eine gute Frage. Ich sehe es, wenn ich über die 18 von 35 hover. For what is a gentleman, if not an effort to master the chaos that sweeps our world? An attempt to control death itself, if necessary. Button! Dankeschön für dein Geschenksub an Mantul. Vielen, vielen lieben Dank. Und Mantul, viel Spaß mit den Emotes. Ich weiß euren Support wirklich zu schätzen. Danke sehr. Gute Güte. Faden suchen. Klinische Betrachtung für die richtigen Leute, Mittel zu messen, bei einer Krankheit wie MS einfach, die Ärzte präzise Diagnostizierung überwachen können, ist bei Long-Covid, das keine klare klinische Definition hat, ja, und auch nie bekommen wird, weil das so unterschiedlich ist. Wenn du worüber hoverst? Wenn ich bei mir über, also bei den Geschenksubs, über das Subgoal hover, da steht bei mir 19 von 35, kann aber sein, dass das zum Beispiel am Handy anders aussieht. Ich kann mal gucken, wartet mal, ob ich euch das zeigen kann. Und wenn ich jetzt hier... Ich will gerne das andere
Hier. Na? Noch ein bisschen größer machen, dass ihr das auch gut seht. Da. So. Wenn ich da rüber hover, dann sehe ich unter anderem das Subgoal. Das kann aber, wie gesagt, durchaus sein, dass das bei anderen Darstellungen auch anders aussieht. Theoretisch sollte das auch aber irgendwo anders stehen, aber fragt mich jetzt bitte nicht. So, was siehst du nicht? Das ist schlecht. Das tut mir leid. Dann, das Problem ist, es ist jetzt für mich sehr schwer, aus der Nicht-Streamer-Perspektive nachzuvollziehen. Ich werde dem nochmal nachgehen. Kein Wunder, dass das Goal noch nicht erreicht ist. Ja, das ist so ein bisschen die Frage, ne? Wenn das tatsächlich nämlich keiner sieht, dann ist das tatsächlich kein Wunder. Genau. Ich mache jetzt mal noch kurz diesen halben Absatz fertig und dann rollen wir die Science News sowieso zusammen und dann kann ich mich auch dem Thema nochmal annehmen. So. Wenn wir nicht anfangen, über diese Studie nachzudenken, werden wir in 15 bis 20 Jahren an derselben Stelle stehen. Das ist sowieso klar, ne? By Jove, what a delightful load of bits! Spaten! Dankeschön für... Yours, sir. Take it. They'll hate you for it. But that's the point of the gentleman. He can be the man of honor. He can make the choice that no one else wants to make. The right choice. What is happening? Sir. Take it.